Bestseller-Autorin Sonja Vukovic ist heute bei uns zu Gast. Außerdem freuen wir uns auf den wunderbaren Michael Mittermeier. Dann Wolfgang Bosbach, ein Mann, der sich, so sagt er zumindest, aufs alten Teil zurückzieht. Hamed Abdel Samad ist heute unser Gast, ein Mann, auf dessen Besuch wir lange hingearbeitet haben. Einer der profiliertesten Islamkritiker überhaupt und der Kinder- und Jugendpsychiater Michael Schulte-Markwort. Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da seid. Herzlichen Dank auch Ihnen hier im Studio. Willkommen zu unserer Sendung, in der ich gleich zu Beginn einen Mann begrüßen möchte, dessen Anwesenheit mich persönlich ganz besonders freut. Denn es gibt in der mittlerweile 8-jährigen Geschichte dieser Sendung glücklicherweise nur ganz, ganz wenige Gäste, deren Besuch so vorsichtig vorbereitet sein muss wie seiner. Denn jeder öffentliche Auftritt und damit auch dieser Auftritt ist tatsächlich brandgefährlich für ihn. Ähnlich vorsichtig mussten wir sein, als Kurt Westergaard, der dänische Mohammed-Karikaturist, hier auftrat. Ähnlich vorsichtig mussten wir sein bei Salman Rushdie. In allen drei Fällen war Kritik am Islam der Auslöser für Todesdrohungen. Er sagt dazu, in keiner anderen Religion ist allein die Tatsache, dass man ungläubig ist, ein Todesurteil. Herzlich willkommen, Hamed Abdel Samad. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Ja, und es gibt noch einen ganz... Es gibt noch einen ganz bemerkenswerten Satz von Hamed Abdel Samad, der uns direkt zu ihm bringt. Europa, sagt er, und das ist eine ganz große Schwäche, Europa lässt zu, dass auch Menschen von den Vorzügen des Rechtsstaates profitieren, die ihn in Wahrheit vernichten wollen. Er hat dazu mal die interessante Frage gestellt, man kann Menschen integrieren, aber kann man auch eine ganze Religion integrieren? Er, das ist der Mann, der mal hoffen durfte, Merkels nächster Innenminister zu werden. Dann wurde er allerdings nicht Merkels Innenminister, sondern Merkels Nervensäge, sagen die einen, und wurde in genau der Rolle zum beliebtesten Politiker Deutschlands. Plötzlich entdeckte er nämlich etwas für Politiker offenbar eher Ungewöhnliches, nämlich das eigene Gewissen, und fing an, so lange Stunk gegen Euro-Rettungsschirme zu machen, bis irgendwann Ronald Pofalla entgleiste, der sinnigerweise wenig später dann zur Deutschen Bahn wechselte. Leute, die ihn nicht mögen, sagen, er sei so etwas wie eine fleischgewordene Talkshow. Leute, die ihn mögen, zitieren ihn dagegen mit dem Satz, politisch korrekt ist nur die Wahrheit. Jetzt zieht er Bilanz. Herzlich willkommen, Wolfgang Bosbach. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Ja, und neben Wolfgang Bosbach einer, der mal gesagt hat, nichts bereitet dich so perfekt auf den Beruf des Komikers vor wie der Besuch in einer Klosterschule. Denn im Grunde ist Weihrauch ja auch eine Art von Shownebel. Seit 30 Jahren steht er jetzt auf der Bühne. Nicht nur Shownebel. Ich habe ja früher gesagt, ich glaube, da ist was drin. Seit 30 Jahren steht er mittlerweile auf der Bühne. Ist nebenbei 50 geworden und sagt dazu, das Einzige, was sich verändert hat, ist die Cardio-Anzeige im Fitnessstudio. Ich darf jetzt nur noch 144er Puls laufen, und nicht mehr, 136er, genau, und nicht mehr 144er. Ja. So, genau. Sonst stirbst du, ist das so? Ja? Ja. Aber nicht heute bitte und nicht jetzt. Ja, ich versuch's. Ich könnte jetzt den Rest vortragen, ich lasse das jetzt. Freue mich sehr, dass du da bist. Michael Mittermeier, herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Wobei man schon noch ergänzen muss, Michael Mittermeier hat gerade ein wunderbares Buch vorgestellt, das man eigentlich verstehen kann als ein leidenschaftliches Plädoyer für sympathisches Losertum. Die Welt für Anfänger. Selbst der liebe Gott, sagt er, ist in Wahrheit ein Amateur. Denn in der Bibel heißt es, er schuf Himmel und Erde und dann sprach er, es werde Licht. Das heißt, er hat erst gebaut und erst dann das Licht angemacht. Nur ein Anfänger versucht, im Dunkeln einen Kuchen zu backen. Herzlich willkommen, Michael Mittermeier. Noch einmal. Schön, dass du da bist. Ja, und wir begrüßen eine Frau. Und wir begrüßen eine Frau, die bekannt wurde, als ihr ein internationaler Bestseller gelang über das zweite Leben der Christiane F. Das ist ein wirklich gutes Buch über Sucht und darüber, wie sie Menschen packt und in Wahrheit für den Rest ihres Lebens nicht mehr loslässt. Jetzt aber kriegen wir erstmals eine Idee davon, warum sie in der Lage war, so feinfühlig über die Sucht einer fremden Frau zu erzählen. Sie war nämlich selbst jahrelang süchtig, gefangen in einer Welt aus Magersucht und Bulimie. Es gibt viele Bücher zu diesem Thema, aber kaum
1, das so differenzierend davon erzählt. Herzlich willkommen, Sonja Vukovic. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, und an Ihrer Seite ein Mann. An Ihrer Seite ein Mann, der als echte Koryphäe gilt im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der heute aufräumen wird mit ein paar sehr hartnäckigen Klischees zum Thema Essstörung, wonach beispielsweise meistens eine gestörte Mutter-Tochter-Beziehung schuld daran sei. Solche alten Zöpfe abzuschneiden, sagt er, bedeutet eine ungeheure Entlastung auch für die Eltern essgestörter Kinder. Denn plötzlich geht es nicht mehr um die Frage, wer ist eigentlich schuld daran, sondern um die Frage, wie wird das Kind wieder gesund? Herzlich willkommen, Professor Michael Schulte-Markwort. Freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Also, lasst uns direkt rein. Es gibt viel zu besprechen. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Herr Bosbach, können Sie das eigentlich fassen? Sie gehen wirklich in Rente? Haben Sie das wirklich vor? Die Frage ist, ob meine Frau das fassen kann. Ja. Doch, ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Ich habe mir das wirklich reiflich überlegt. Es gibt ja nicht einen Grund, sondern ein ganzes Bündel von Gründen für den Rückzug. Politische Gründe, persönliche Gründe. Und ich finde, 23 Jahre sind eine lange Zeit im Deutschen Bundestag. Und ich finde, es ist besser, man geht zu einem Zeitpunkt, wo jedenfalls noch viele sagen, schade, dass er geht, als dass die Leute in den Kulissen murmeln. Jetzt wird es aber höchste Zeit, dass er aufhört. Solange die Frau nicht sagt, schade, dass er kommt. Das ist die große Sorge von Sabine, dass ich den wohlsortierten Haushalt durcheinander bringen könnte, wenn ich jetzt mal länger am Stück zu Hause bin. Aber haben Sie jetzt wirklich vor, zu Hause zu bleiben? So was Verrücktes zu machen, wie zu Hause zu sitzen? Jedenfalls öfter als in der Vergangenheit. Ich habe viel nachzuholen, Familie, Freunde, möchte mir auch manches in der Welt noch ansehen, was ich bis jetzt nicht sehen konnte. Gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Ich meine, man kann doch als Politiker, der aus dem Bundestag ausscheidet, kann man zur Bahn gehen, wie Ronald Pofalla. Man kann bei Gazprom anfangen. Da gibt es ja Möglichkeiten. Also es gibt schon die eine oder andere Anfrage. Ehrlich? Das von wem? Gucke ich mir in Ruhe an. Versicherungsbranche? Oh nein. Aber ich möchte nicht nichts tun. Edeka? Ich möchte auch. Das wäre doch mal wieder zurück in den Supermarkt. Oder ich meine, das wissen die wenigsten, dass Herr Bosbach mal Supermarktleiter war, ne? In Bergisch Gladbach waren Sie das, ne? Richtig. Und ich erinnere mich an einen Satz von Ihnen, der da lautete, das Chaos in einem Supermarkt ist absolut gewollt. Der Kunde soll ja durch den ganzen Laden gehen. Irren. Und nicht nur vorne, links und rechts die Artikel kaufen, wegen denen er in den Laden gekommen ist. Das heißt, das war ein konsequenter... Also Kaiser Tengelmann wieder auf Vordermann bringen, das wäre eine richtige Herausforderung. Ja. Aber kommt jetzt ein bisschen zu spät. Das ist wie im Bundestag, oder? Das Finde ich Chaos, auch. Das einmal alle drumherum. Ja. Ich wollte gerade sagen, das heißt, wenn Sie sagen, im Supermarkt ist Chaos, war es ein sehr konsequenter Schritt, dann in die Politik zu gehen als nächstes, oder nicht? Sie meinen, so groß sei der Unterschied nicht. Es ist immer wichtig, was man im Angebot hat und ob man das Vertrauen der Kundinnen und Kunden gewinnen kann. Das ist eigentlich auch in der Politik wie im Supermarkt. Am Ende lauern die Süßigkeiten. Gazprom, die Deutsche Bahn. All diese Dinge. Ne? Sie vermuten mich zu Unrecht bei den Unternehmen und total zu Unrecht in der Gehaltsklasse. Aber jetzt im Ernst, Herr Bosbach, Sie können ja jetzt frei sprechen. Wer hat Sie jetzt schon angemacht? Also wer hat schon Angebote? Sie werden das zu der Zeitpunkt erfahren, wenn ich sage, vielleicht mache ich noch das eine oder andere. Dann sagen Sie uns wenigstens, nichts was Sie abgelehnt kann haben. Ich mir nicht vorstellen. Ja, noch gar nichts. Ich sortiere ja und gucke mir das alles an. Viele? Ob es seriös ist, überschaubar, aber interessant. Das ist ja total irre. Politiker kriegen unseriöse Angebote? Nein, ich habe doch gesagt, alles aus meiner Sicht seriös. Das. Es ist nichts dabei, wo ich sagen müsste, das muss ich auch jetzt mit spitzen Fingern anfassen. Das ist auch eine schöne Formulierung. Aus meiner Sicht alles seriös, aber das muss ja nichts heißen. Ja. Aber welche Branche? Worüber reden wir? Wenn Sie möchten, sind Sie der Erste, dem ich Bescheid sage. Gerne, jetzt. Jetzt. Ich sortiere doch gerade. Ich habe ja noch ein Jahr Zeit, ich muss ja nichts überstürzen. Nee, das ist wahr. Aber das wenn Sie wahr. Mich beim Rohre verlegen, vermuten bei Gazprom, da liegen Sie ganz falsch. Wenn wir noch mal kurz jetzt in die Politik gehen, Herr Bosbach, haben Sie noch Spaß an dem Laden? Ja. Auch an der Auseinandersetzung zwischen Ihrer Schwesterpartei CSU und CDU? Nein, an den Debatten nicht. Aber ich hatte in meinem Leben, Herr Lanz, das große Glück, dass ich immer das, was ich beruflich werden wollte, auch geschafft habe, dass ich mir die Wünsche erfüllen könnte. Ich gehe auch heute noch jeden Tag gerne ins Büro und ich kann nur raten, jedem, der zuschaut, macht euer Hobby zum Beruf und ihr habt euer Leben lang Freizeit.
Das kann man jetzt so oder so verstehen, ne? Nein, das wissen Sie auch, wenn man etwas macht, was man immer schon machen wollte, können Sie 12, 13, 14 Stunden arbeiten, es fällt Ihnen nicht schwer. Wenn Sie was machen müssen, was Sie eigentlich nicht möchten, sind 5 Stunden zu lange. Das heißt, Sie haben das nie als Belastung empfunden, was Sie da gemacht haben? Doch. Natürlich ist das eine Belastung, aber ich mache es auch gerne. Und Sie sagen, niemand zwingt mich dazu. Sie haben immer erreicht, was Sie wollten. 2005 wollten Sie Innenminister werden. Ja, das Sie lag, waren so das, kurz davor. Da haben Sie recht, das lag ja nicht an mir. Ich behaupte einmal, die meisten, die gerne Minister werden würden, werden es am Ende nicht. Ja. Da, und trotzdem geht das Leben weiter. Und ich bin am nächsten Tag genauso gerne ins Büro gegangen. Ich war ja damals stellvertretender Fraktionsvorsitzender, wie in der Zeit davor auch. Hat leider auch nicht geklappt. Was? Mit dem Fraktionsvorsitz. Ja gut, es wäre ja sowieso nur das eine oder das andere gewesen. Am Ende ist beides nichts geworden. Mama hat gesagt, Junge, wer weiß, wofür es gut ist. Mutter hat recht. Mutter ist in dem Fall Angela Merkel, ja? Nein, Mutter ist Else Hosper. Sie beschreiben das jetzt. Sie haben ein tolles Buch gemacht, finde ich, wo man so ein bisschen darüber nachlesen kann, wie Politik eigentlich hinter den Kulissen wirklich so abläuft. Und da beschreiben Sie auch diese Situation so das erste Mal. Das heißt, Sie hatten doch berechtigte Hoffnung, dass Sie Innenminister werden würden, ne? Ich bin ja gefragt worden. Was von Angela Merkel? Ja, von Angela Merkel nach dem Wahltag. Und dann habe ich freimütig geäußert, was ich mir vorstellen könnte. Und ich habe den Raum verlassen in der Hoffnung, wirst du nicht Innenminister, dann wirst du Fraktionsvorsitzender. Wobei ich gesagt habe, ich möchte nicht gegen Volker Kauder kandidieren, weil es ein guter Freund von mir ist. Und dann kam eben 2, 3 Tage später die Nachricht. Leider hat beides nicht geklappt. Und dann hatten wir eine Aussprache im Kanzleramt. Ich glaube, das nennt man im Auswärtigen Amt eine freimütige Aussprache. Laut? Nee, nein, nicht laut. Ich muss akzeptieren, wenn meine Parteivorsitzende, meine Bundeskanzlerin, eine Personalentscheidung trifft, die ich lieber anders gesehen hätte. Und das Leben geht weiter. Wobei, das ist ja schon hart, oder? Sie haben doch Ihr ganzes Leben lang wahnsinnig hart und konsequent auf dieses Ziel hingearbeitet. Und dann funktioniert das plötzlich nicht. Da zerplatzt doch so ein Lebenstraum, oder? Nein, Herr Lanz, Sie können mit dem Ziel Politik machen, das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler nicht zu enttäuschen, sein Bestes zu geben. Aber Sie können nicht Politik machen mit dem Ziel, ich muss unbedingt Minister werden. Die allermeisten werden das. Sagen Sie alle. Weil es auch die Wahrheit ist. Die wenigsten werden das, was sie unbedingt gerne werden. Das ist klar, aber man hat doch Ziele im Leben eines Menschen. Hat man doch Ziele. Man will doch irgendwo hin. Aber seien Sie mir nicht böse. Abgeordneter des Deutschen Bundestages, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Vorsitzender des Innenausschusses. Das ist doch nichts. Also dann sind Sie so kurz vor einem Minister, sind Sie. Ich sage es noch mal, wer weiß, wofür es gut ist. Vielleicht bin ich danach etwas freier gewesen, auch etwas befreiter als durch die Bürde des Amtes. Und ich weiß, mit meiner Haltung zum Beispiel in der Euro-Rettungskrise bei der Nullzinspolitik der EZB hätte ich das Kabinett verlassen müssen, weil ich bei meiner Überzeugung geblieben wäre. Da wäre die Kabinettsdisziplin unvereinbar gewesen mit meiner persönlichen Haltung, nicht gegen meine Überzeugung. Hätten Sie das wirklich durchgezogen? Ja, darauf können Sie sich verlassen, ja. Auch wenn es sich etwas pathetisch anhört, ich mache seit 22 Jahren so Politik, es geht im Kern um Vertrauen. Und ich habe mich jeden Tag darum bemüht, die Menschen, die mir Vertrauen entgegenbringen zu Hause, nicht zu enttäuschen. Und niemand soll sagen, er hat uns getäuscht. Und das geht nur durch die Übereinstimmung von Wort und Tat. Und ich kann nicht sagen, da habe ich keinen Muskel für. Also ist in Ordnung, ich will den Posten behalten. Ich stimme jetzt gegen meine Überzeugung ab. Sie würden es mir sofort ansehen, wenn ich etwas sage oder wenn ich eine Entscheidung treffe, hinter der ich persönlich nicht stehe. Wie oft haben Sie im Laufe dieser 22, 23 Jahre die Parteidisziplin, die Fraktionsdisziplin verlassen und dagegen gestimmt? Also, es werden wohl rund ein halbes Dutzend Mal gewesen sein. Dann so 5, 6 Mal? Also im Laufe von 22 Jahren. Ich weiß ja nicht, was noch kommt im nächsten Jahr. Aber dann, ich habe bei dem ersten Hilfspaket für Griechenland noch zugestimmt. Dem zweiten Paket dann nicht mehr, dem dritten nicht mehr, dem dauerhaften Rettungsschirm nicht mehr. Das für mich eigentlich paradoxe ist, dass ich in keiner einzigen politischen Frage eine Haltung vertrete, die nicht einmal die Haltung der CDU war. Wohlgemerkt, war. Das, was man schmerzt Sie das? Ja, das schmerzt mich, weil ich ja auch weiß, wie groß in diesen 2 Jahrzehnten die Diskrepanz zwischen Wählern und Gewählten geworden ist. Je nach Betrachtungsweise trauen die Menschen uns Berufspolitikern entweder alles zu
oder nichts. Und wenn ich als Störenfried gelte, wenn ich auf einmal die Kuh bin, die quer im Stall steht, nur weil ich bei dem bleiben möchte, was meine Partei den Menschen mal versprochen hat, dann muss man eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung für 2017 lautet, ich trete nicht noch mal an. Aber trotzdem muss ich noch mal auf diese Zahl zurück. Ich meine, man hat Ihnen, auch offenbar haben wir da nicht genau hingeguckt, ganz schnell presseseitig das Etikett angeklebt, der Rebell der CDU. Ja, du bist ja schon Rebell, wenn du bei deiner Meinung bleibst. Das ist richtig. Rebell. Ja. Aber trotzdem, das Verrückte ist ja, Sie haben, wenn Sie sagen, Sie haben ein halbes Dutzend Mal, das heißt, Sie haben im Grunde alle vier Jahre einmal gegen die Fraktion gestimmt, sozusagen. Ja? Zum Schluss war es ja ein bisschen mehr wegen der Vielzahl der Euro-Rettungspakete. Ja. Ja. Das ist ja krass, oder? Dass man in der Politik schon ein Freigeist und Freidenker ist, wenn man mal alle vier Jahre sagt, nee, finde ich nicht, aber anders. Ich käme selber nie auf den Gedanken zu sagen, dass ich ein Rebell bin. Ich bin auch keiner. Ich bin 100% CDU. Ich habe nur nicht das Talent, gegen meine Überzeugung abzustimmen. Immer noch 100% CDU oder auch ein bisschen CSU? In bestimmten politischen Themen habe ich mehr Sympathie, Zuneigung zur Argumentation der CSU als 80-20 oder schon 70-30? Nein. Also Edmund Stoiber hat Ihnen schon einen Mitgliedsantrag zugeschickt. Ja, das war nett von ihm. Er ist ein feiner Kerl. Und wenn ich in Bayern geboren wäre, wäre ich natürlich CSU-Mitglied geworden. Ja. Aber das ist doch eigentlich eine bittere Bilanz am Ende eines so langen, erfolgreichen politischen Lebens, wenn man sagt, da gibt es eigentlich keine hundertprozentige Übereinstimmung mehr. Ja, mir tut das auch weh. Ich bin ja auch in einem dauernden Zwiespalt. Auf der einen Seite möchte ich zu dem stehen, was ich politisch für richtig halte. Auf der anderen Seite kann ich ja verstehen, dass Angela Merkel und Volker Kauder sagen, wir brauchen Geschlossenheit, wir brauchen Disziplin, keiner soll aus der Reihe tanzen. Und wenn eine Zeitung schreibt, die Nervensäge geht, dann wird das sein, was man im Kanzleramt über mich denkt. Aber meine Hauptaufgabe ist es nicht, pflegeleicht zu sein, sondern meine Hauptaufgabe ist, bei dem zu bleiben, was ich politisch für richtig halte. Wie ist Ihr persönliches Verhältnis zur Kanzlerin? Es war eigentlich immer gut. Wir kennen uns ja schon persönlich aus einer Zeit, da war ich noch gar nicht Mitglied des Bundestages, sie aber schon Bundesministerin, also aus dem ersten Wahlkampf 1994. Mhm. Als die Umweltministerin war? Genau, oder Familienministerin. Ja. Jedenfalls kann ich nur sagen, ich kann mich in diesen 22 Jahren gemeinsamer Arbeit im Bundestag nicht an eine einzige Situation erinnern, wo ich persönlich über Angela Merkel enttäuscht sein müsste, wo ich negative Erfahrungen gemacht hätte. Sie hatte immer Zeit für mich. Wir haben viele intensive Gespräche geführt, zuletzt leider überwiegend kontroversen Inhalts. Mhm. Mit wem haben Sie zuletzt telefoniert? Mit Angela Merkel oder mit Horst Seehofer? Nicht mit Angela Merkel. Mit Horst Seehofer? Ja. Wie lange? Eine gute halbe Stunde dürfte das gewesen sein. Ja. Vor kurzem erst? An das Datum kann ich mich nicht mehr erinnern, aber das müsste im Sie wollten immer ehrlich sein, im September. Herr Bosbach, haben Sie als wenn Sie alle Telefonate im Kopf hätten. Aber ich schätze mal, im September, das müsste in der ersten Sitzungswoche nach der Sommerpause gewesen sein. Warum wollte er Sie sprechen? Es ging um die unterschiedlichen Meinungen in beiden Parteien zum Thema Flüchtlingspolitik. Es ging nicht nur um das Thema Obergrenze. Und mir ging es natürlich in erster Linie auch Horst Seehofer zu vermitteln, dass ich der festen Überzeugung bin, dass wir CDU und CSU nur gemeinsam die Wahl gewinnen können und nicht gegeneinander. Haben Sie das letzte Interview hier im ZDF mit Horst Seehofer gesehen? Nein, da war Peter, ich Peter Frey hat ihn befragt und es ging um die Frage, werden Sie die Kandidatur von Angela Merkel, werden Sie die unterstützen? Und wenn Sie es nicht gesehen haben, schauen wir einmal kurz rein. So hat Horst Seehofer geantwortet. Ist Angela Merkel doch alternativlos die Einzige, die das Kanzleramt für die Union retten kann? Also wir machen das in der richtigen Reihenfolge. Wir haben immer gesagt, erst die Inhalte, dann die Personalien. Wenn sich Einzelne anders äußern, dann ist dies ihr gutes Recht. Ich bleibe bei dieser Linie, die in allen Führungsgremien der CSU festgelegt wurde. Wir reden gerade mit der CDU und insbesondere mit der Kanzlerin über das Programm, mit dem wir dieses Land und die Menschen in die Zukunft führen wollen. Und wenn da die Grundlinien passen, dann werden wir die Personalien entscheiden. Also Sie legen sich noch nicht fest auf die Kanzlerin als neue Kandidatin, obwohl Ihr Vize das zum Beispiel getan hat am Wochenende. Das ist ja sein gutes Recht. Ich bleibe bei dem, was wir vereinbart haben. Erst Inhalte, dann Personalien. Was ist das für Sie?
Das sagt er schon seit Monaten. Ich weiß, immer erst aber ist das loyal? Dann die Personalfragen. Ich persönlich habe keinen Zweifel daran, dass Angela Merkel noch einmal antritt zur Bundestagswahl 2017 und dass sie auch die Unterstützung der CSU haben wird. Und das ist ja ein verheerendes Bild, das da in der Öffentlichkeit entsteht, ne? Nein, er sagt im Moment nichts anderes, als er immer gesagt hat, wobei ich zugebe, das ist außergewöhnlich, ja. Geben Sie doch zu, das freut mich, wenigstens nein, das. Weil man immer darauf wartet, dass man seine Meinung ändert, um dann sagen zu können, das hört es ja aber vor 4 Wochen noch anders an. Naja, er sagt ja auch auf die Frage, treten Sie möglicherweise selber an, das schließe ich zumindest nicht aus. Genau. Auch ein einmaliger Vorgang. Weil er natürlich sagt, die CSU muss prominent und stark mit einem politischen Schwergewicht in Berlin vertreten werden. Herr Bosbach, wir kennen uns ja schon ein paar Tage. Das ist doch, wenn wir jetzt mal unter uns reden, das ist doch ein Affront allererster Güte gegen Ihre Bundeskanzlerin. Nein, ich sehe das anders, weil er sich schon seit Wochen so äußert. Und so macht man jemanden doch nicht stark. Dass das nicht zu Turbulenzen in der CDU führt. Der Generalsekretär Tauber hat sich ja vor ein paar Stunden noch geäußert zu diesem Thema. Der war auch mega entspannt und so ist es auch richtig. Wundert Sie das manchmal, wie sehr Politiker, auch dann Herr Tauber, wenn Sie ihn ansprechen, sagen, der war mega entspannt, wie die in der Öffentlichkeit einfach sich hinstellen und den Leuten vormachen, dass sie entspannt sind, obwohl sie es nicht sind? Nein, inhaltlich haben wir ja durchaus eine schwierige Situation, weil es ist ja kein Betriebsgeheimnis, was wir beim Thema Obergrenze, Flüchtlingspolitik, Kontrollverlust unterschiedliche Auffassungen haben. Ich halte das nicht für ein Drama, wenn in einer Volkspartei unterschiedliche Auffassungen diskutiert werden, wobei wir ein Problem haben, was andere Parteien nicht haben, weil wir eben zwei Schwesterparteien sind. Und Sie wissen ja, eigentlich sind wir ja so. Zwischen uns passt ja kein Blatt Papier. Das ist richtig. Nur ab und zu gibt's mal Meinungsverschiedenheiten. Ich möchte mal an der Stelle ist gut, dass er heute... Der war wirklich gut, ja. An der Stelle muss man Michael Mittermeier zitieren. Es ist wirklich lustig, dass er heute hier sitzt. Michael, du hast auf diese Frage mal gesagt, ging es auch darum, da passt kein Blatt dazwischen. Und Michael fragte, ist nur die Frage, ob Hochformat oder Querformat? Ja, im Moment ist leichte Tendenz zu Querformat. Querformat, ne? Ja, genau. Werden Sie das vermissen, Herr Bosbach? Diesen Bedeutungsverlust, auch die Tatsache, dass man nicht mehr von jedem immer angerufen wird und jeder will von denen eine Meinung haben, schon morgens um 6:30, wenn man selbst noch gar keine hat? Ich fürchte, Sie könnten recht haben. Vielleicht sagt man Sie im ersten Moment, Gott sei Dank, du hast die Tretmühle verlassen, du bist wieder Herr über deinen eigenen Terminkalender. Du kannst tatsächlich das tun, was du jetzt gerne tun möchtest. Es ist durchaus möglich, dass ich am nächsten Tag sage, warum hat noch keiner angerufen? Keiner hat mich eingeladen, keiner will was von mir. Ist durchaus möglich. Es gibt ja viele, die sagen, allerdings meistens hatten ja Regierungsämter inne, ist ganz schwierig, wenn sie ins Auto hinten rechts einsteigen und merken dann nach dem Verlust des Amtes, dass vorne links am Steuer keiner sitzt. Keiner sitzt. Da muss man sich neu orientieren. Das ist so. Ja. Das ist herrlich. Ja, und ganz zum Schluss noch, Herr Bosbach, wie geht es Ihnen gesundheitlich? Das war immer ein großes Thema in den letzten Jahren. Ja, das war ja auch ein Grund, warum ich nicht mehr mit dem Tempo weitermachen kann, obwohl ich es gerne würde, wenn ich wirklich fit wäre. Ich werde ja nächstes Jahr 65 Jahre. Also überlegt man sich ja sowieso, wie geht es denn in den nächsten Jahren weiter. Mir ist ja vor einigen Wochen ein Stück der Lunge entfernt worden. Vor einigen Wochen? Vor einigen Wochen, genau. Und bis vor 14 Tagen, 3 Wochen hätte ich gesagt, oh, das habe ich aber unterschätzt. Außerdem hatte ich bessere Ideen, schon in meinem Leben als 2 Tage nach der Entlassung aus dem Krankenhaus wieder nach Berlin zu gehen. Aber mittlerweile muss ich sagen, Lungenklinik Mehrheim hat ganze Arbeit geleistet. Ich fühle mich richtig gut. Weil Sie weil der Krebs sozusagen streut? Oder was ist der Grund, dass Sie so indiskret nachfragen darf? Nein, das war ein Tumor. Der Tumor musste entfernt werden. Und das ging in diesem Falle nicht mit Bestrahlung oder anderem, sondern nur mit der Entfernung des Segmentes der Lunge, wo sich der Tumor angesiedelt hatte. Haben Sie noch so eine, auf Neudeutsch sagt man heute Bucketlist, so eine Liste der Dinge, die Sie noch unbedingt erledigen wollen? Ich möchte unbedingt noch mal Highway Number 1 fahren, von Nord nach Süd, Kalifornien, Westküste. Begeisterung im Publikum hört man hier. Haben noch einige andere mit Ihnen vor, müssen Sie aufpassen, dass Sie wirklich alleine sind. Ich bin mal ein Stück gefahren von Süden nach Norden, dann haben Sie ja leider die falsche Fahrbahn, weil Sie ja nicht am Pazifik entlang fahren. Das ist ja die Seite, wenn man von Nord nach Süd fährt, möchte ich unbedingt. Und jeder, der von dort zurückkommt, schwärmt davon, ich würde gerne einmal in den Oman reisen. Da bin ich noch nie gewesen. Ist ein landschaftlich, ein kulturell, ein historisch ganz interessantes Land sein.
Also, wann immer Sie in nächster Zeit, Herr Bosbach... Und mal wandern durch Südtirol. Wir beide wir zusammen. Beide, ja. Wir beide. Jederzeit. Also, ja. Jederzeit. Wann immer Sie wollen. Und wenn Sie... Und wenn Sie irgendwann mal das Gefühl haben, ach Mensch, blöd, dass mich keiner mehr anruft, rufen Sie uns an. Sie haben hier immer sozusagen eine Wildcard, wie beim Tennis. Ja. Sie können jederzeit in diese Sendung kommen, wenn Sie es nicht übertreiben. Herzlichen Dank, Herr Bosbach. Ich gerne an dem Punkt Michael Mittermeier fragen. Michael, hast du noch so eine Liste? Du bist ja so ein Weitgereister. Gibt es Dinge, die du unbedingt noch sehen willst? Ja, es gibt schon noch Länder, aber ich bin keiner von denen, der so eine Liste hat und immer drauf schaut. Also ich bin dann auch eher so ein Spontaner, der dann, jetzt macht man das. Und weil man wird immer gefragt, jetzt mit 50, ja, ja. Was machst du jetzt? Und so, hallo, ich bin noch nicht tot. Auch wenn ich jetzt nur noch 136 laufen darf. Ich habe das übrigens wirklich mal ausgerechnet. Ich stand dann auf diesem Crosstrainer und dachte mir, pass mal auf, das sind 80% meiner Herzleistung. Also bei 171 müsste ich dann tot sein. Und dann habe ich versucht, das zu laufen, 171, also auf dem Crosstrainer. Todessehnsucht, ja. Nein, einfach nur mal ausprobieren. Keine Ahnung, bin ja nicht gestorben, bin ja hier. Ja. Aber ich bin dann und ich bin bei 166 gescheitert. Also ich war nicht fit genug zum Sterben, wenn man es mal so sagt. Und deswegen, alles gut. Das war. Aber macht dir das Angst, die Tatsache, dass da plötzlich so eine 5 davor steht? Ich habe dieses wunderbare Buch von dir vorhin erwähnt, Die Welt für Anfänger. Das ist ein wirklich schönes Buch. Und eigentlich kann man das ja autobiografisch begreifen, auch wenn es, glaube ich, nicht wirklich vollständig ist. Hast du das Leben immer gelebt, das du leben wolltest? Das ist ja so eine große Frage, die man sich im Leben immer mal stellen kann. Eigentlich ja. Ich kann es mit Ja beantworten, weil ich hab nie eine Vorstellung gehabt. Also tatsächlicherweise, wie ich es am Anfang beschreibe, ich habe nie einen Berufswunsch gehabt als Kind. Für mich war in die Schule zu gehen dann schon so, mein Bruder, ja. Du bist ein Analphabet, ja. Weil er war 2 Jahre älter. Und dann sage ich, warum? Mir geht super, ich bin gern Analphabet. dann, also mit 6 ist das auch okay. Also, ja. Und dann fand ich es aber gut, dann beginnt ja der Ernst des Lebens. Ja. Also vorher wird man ja wochenlang darauf vorbereitet von den Eltern, was ich ja Wahnsinn finde, das sagt. Ist das der Beginn des Ernstes des Lebens, ja? Das ist der Beginn des Ernstes des Lebens. Ja. Weil ich muss dazu, das ist ein roter Kurzsamtanzug, mein erster Schultag. Ja. Also, das macht der Geist. Das ist wirklich, ja. Wenn du scheiße aussehen willst, dann ziehst du einen roten Kurzsamtanzug an. Also das musst du... aber gut. Mein Gedanke war am ersten Schultag mehr bei der großen Tüte, was ja. Ein Satz ist, den die Kiffer auch unterstreichen ja. Könnten. Die Frage ist aber eher, was für ein Kind warst du, dass man die Schultüte angekettet hat? Hast du es gesehen? Schau mal. Das sieht nur so aus, das ist ja. Ein Gartenschlauch da hinten, der geht von der Wand hinten weg. So. Oder es ist doch eine Tüte, wo hinten einer... genau. Nein. Am Ende steht Bob Marley. Ja. Nein, aber das ist eins der wenigen Fotos von mir, das es gibt. Das ist wirklich, dass ich habe von mir von Kindheit bis, keine das Ahnung, auch. 10 ja. Oder so. Von mir 4, ich habe 5 ja. Fotos. Und mein Vater immer, ja, der Ernst des Lebens beginnt ja. Nächste Woche. Und ich war immer, ach, scheiße, der Ernst des Lebens, der Ernst des Lebens. Mein Onkel hieß Ernst, dachte, boah, wird der jetzt mehr in mein Leben treten? Was passiert jetzt eigentlich? Und dann habe ich richtig gemerkt, es wird scheiße ernst, als es hieß an dem Tag, so an dem Schul, jetzt wird ein Foto gemacht, weil das kannte ich nicht. Ich meine, heute jeder, der irgendwie nach 90 geboren ist, hat eine Fotomappe von Monat 1 bis Monat 4. Aber bei uns, das war so, also so der Fotomoment, das war, wie ich es im Buch geschrieben habe, muss man, ob ich das hinkriege, das war so selten wie ein Spanferkel auf einer Veganertagung. Ja. Also man wurde nicht oft fotografiert. Und wenn, dann super, sah ich so aus, weißt du? Und mein Vater nur, komm, du siehst super aus, lächel doch mal. Das ist ja auch so eine Lüge, die man dann... Und dann geht man mit dem in die Schule. Und obwohl ich dazu sagen muss, dieses, nenne ich es mal, optische Verdun, das war dann eigentlich nicht... schön, wenn es noch einer versteht. Optisches Verdun. Ja, ja, das optische Verdun. Mein erster Schultag war für mich, ich hatte ein traumatisches Erlebnis, weil man hat das an, man schwitzt gut, das Zeug war ja aus whatever gemacht, dass du eh nur schwitzen musst. Mussten viele unschuldige Polyester dafür sterben. Hey, in sowas kannst du Mumien also einwickeln und da brauchst du keine Rollen mehr. Und, aber für mich war traumatisch, weil die Lehrerin am ersten Tag dann alle gefragt hat, was willst du denn werden? Und ich wollte nichts werden, weil ich war damals, ich war so ein Träumer, das bin ich immer noch, und ich war
Ich war alles. Ich war Winnetou, ich war Old Shatterhand, ich war Tarzan. Nein, wirklich, ich war, für mich war das so, ich habe das gespielt, tagelang und Stunden bin in diese Welten abgetaucht. Und dann hatte ich gefragt, war ich an der Reihe, was willst du denn werden? Da habe ich gesagt, will nichts werden. Ja, du musst aber was werden. Ich sag, nein, du hast doch einen Wunsch. Ich sag, ja, ich wünsche mir nichts werden. Ich will nichts werden. Bin ja, ich möchte viel sein. Das geht jetzt so nicht. Du musst jetzt was werden wollen. Und dann habe ich halt als Berufswunsch Old Shatterhand gesagt. Was ich sau cool fand, wenn ich ehrlich bin. Ja? Also, und, ja, ist cooler wie Lokomotivführer. Das hat dir nicht gereicht. Nein, du musst einen echten Beruf. Und dann stand ich so da und war total überfordert und habe gesagt, Krankenschwester. Und das hatte aber einen Hintergrund. Ich hatte Gehirnentzündung im Mumps, als ich knapp 4 war. Bin da fast gestorben, tatsächlich. Und die Krankenschwestern in der Zeit, wo ich alleine in Quarantäne im Krankenhaus war, die waren immer da. Und es war für mich so, die waren nett und die haben immer gesagt, es wird alles wieder gut. Und deswegen war das für mich so der einzige Beruf, den ich so wirklich als Beruf wahrgenommen habe. Und es ist natürlich ein bisschen schwierig gewesen. Du bist ein 6-jähriger Junge, stehst in einer bayerischen Schule am bayerischen Land und sagst 2 Berufswünsche, Old Shatterhand und Krankenschwester. Wenn du dann noch YMCA singst, dann schicken sie den Exorzisten in Bayern oder so. Und deswegen, aber für mich war das tatsächlich, also weil die alle haben mich natürlich ausgelacht und es war echt traumatisch, weil ich habe das total gehasst, dass Menschen meine Welt auslachen. Also auch wenn es nur eine Tarzan-Welt ist. Und das habe ich nicht verputzt. Wer hat diesen wirklich großartigen Humor geprägt, denn du ja, das ist ja wirklich Teil deiner DNA, wenn man dich so erlebt. Ja, es ist schon funny bei uns. Also wie ich immer sage, du hast oder du hast es nicht. Und da gibt es natürlich viele, ich sag mal, Comedians, die du gesehen hast, die du toll fandest am Anfang, weißt du, Jerry Lewis, Otto, dann Emil war auch einer, solche Leute. Und also ich war so ein, ich glaube, immer so eine Mischform. Aber ich habe, keine Ahnung, mein Wunsch war es, einfach auf die Bühne zu gehen. Mhm. Ich habe gesungen, ich habe Lieder gemacht, ich habe Gedichte vorgelesen, ich habe mich ausprobiert. So in den ersten, also angefangen auf Tour war 87. Mhm. Und da die ersten 10 Jahre war ja so ein, ist aber so ein hartes Ausprobieren. Hast du auch so richtiges Wassertreten machen müssen? Also so Auftritte vor 6 Leuten und 4 davon sind Verwandtschaft und 2 einfach, weil sie nicht mehr rechtzeitig wegkamen oder so? Wenn man Glück hatte, ja. Mein Minusrekord war mal 0. Also das ist wenig. Aber ich habe hab viele schräge Auftritte gemacht mit wenig Leuten. Und ich habe dann auch tatsächlich fürs Buch noch mal gekramt. Was war denn eigentlich, was wäre jetzt so einer der Auftritte gewesen, wo du sagst, boah, das war aber echt, also schräg oder gar nicht schlimm, sondern es hat ein, also es waren 6 Leute da, davon waren 2 Freunde. Und der Wirt hatte sich überschätzt, weil ich habe bei dem mal vorher gespielt, Wochen vorher in so einem Kleinkunstladen mit 50 Leuten. Und das war voll und dann hat er den Veranstaltungsraum gewechselt, war in der Wirtschaft, hat einen Saal, ein paar 100 Leute und sagt, den machst du voll. Und dann bin ich halt dahin, 6 Leute waren angesagt und weil ich ihn immer gefragt habe, wie viele haben denn reserviert und er so, wir haben schon reserviert. Und ich sag, wie viele waren es denn? Ja, 2. So, es ist nicht so viel. Ja, da kommen schon noch welche. Und die Vorgeschichte, das war in Heldenstein, dieser Auftritt. Und 2 Wochen zuvor ist in Heldenstein Roy Black gestorben. Damals noch ungeklärte Todesursache. Und das habe ich erst an dem Tag, wo ich da hingefahren bin, habe das so überrissen. So, das hatte ich so im Kopf, okay, also in Heldenstein, das ist so ein Ort, also wo man sagen wird, wo sich Fuchs und Hase, also beim Gute-Nacht-Sag erschlagen, am nächsten Tag sagen sie, was soll ich machen, ist wurscht. Und dann stand ich da und irgendwie sage ich, ja, was machen wir jetzt? Und irgendwann kam der Wirt, du, ihr Publikum, ihr super Publikum. Hey, ich hab unten, sage ich, welches Publikum? Du unten, da ist der hiesige Motorradclub, die kommen alle zu dir. Ich sage, Entschuldigung, wie, die kommen alle zu mir? Ja, du, ich hab den Freibier, also die kommen zu dir. Ich sage, Entschuldigung, du hast den Freibier versprochen? Ja, so, also der hat den unten, das war so ein Rockerclub. Der hat ihnen Freibier versprochen, wenn sie in meine Vorstellung gehen. Es war so eine Mischung aus Löwendompteur und immer wieder die ein bisschen verarschen. Aber die haben immer gesagt, hey du, pass für auf. Vorher kam nämlich wirklich einer von denen zu mir und sagt, pass mal auf, der Wirt hat gesagt, du bist lustig. Und wenn du nicht lustig bist, dann hast du ein Problem.
dann bring ich dich zum Weinen. Und dann hat er mal seine Faust gezeigt, da waren Tränen drauf tätowiert, also lauter Tränen von Menschen, die er wohl mal zum Weinen gebracht hat. Und ich habe den Auftritt durchgemacht und stand dann hinter der Bühne, sage ich, geh nicht mehr raus, ich geh nicht mehr raus, ich mach's jetzt, ich geh nicht mehr raus, geh nicht mehr raus. Und es hat schon geklappt, die haben schon gelacht, aber herrlich. Dann kam der Chef zu mir nachher, haut mir auf die Schulter, sagt er, du warst ja fast nur lustiger als der Söllner, Hans. Das ist ein bayerischer Liedermacher und das war für mich wie, der heftet mir einen Orden an. Ich hatte eine blaue Schulter, weil der hat halt einfach so hingeschlagen, wie hat sein Kumpel, und mich hat er gleich ums Eck gehauen. Und, aber das war ein, ich sag mal, ich habe viel gelernt, weil tatsächlicherweise, das war ja nicht ganz meine Zielgruppe, ich habe es irgendwie geschafft, die zu unterhalten. Trotzdem habe ich mich nicht billig hergegeben. Ich habe schon auch, also ich habe mal reingegrätscht, habe die auch mal verarscht. Aber es war schon hart. Also auch, da ist mir einer auf den Tisch gestiegen, von denen so, okay, wir wollen was zum Saufen, und hat sich dann was zu trinken geholt. Also das war schon ein, das waren schon Momente im Leben. Ich finde es sehr amüsant, die ersten 50 Jahre mit 70 dann sozusagen die einigermaßen vollständige Biografie. Michael Mittermeier ist heute unser Gast. Herzlichen Dank, Michael. Ein leidenschaftliches Plädoyer fürs Losertum, wie ich gerade gesagt habe. Lass uns jetzt einmal ernsthaft werden. Ich habe vorhin schon gesagt, dass Abdel Samad heute unser Gast ist. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat mit diesem Besuch. Ich habe einen Satz von Ihnen gelesen, der mich ehrlich gesagt sehr beunruhigt hat. Sie haben in einem Interview mal gesagt, so sinngemäß, der Islam ist eigentlich keine Religion, sondern da geht es um Weltherrschaft. Der ist weltweit auf dem Vormarsch und da geht es darum, irgendwann tatsächlich die Regeln vorzugeben. Ja. Ist es wirklich so groß oder geht es auch eine Nummer kleiner? Also ich versuche das natürlich in meinem aktuellen Buch über den Koran zu definieren. Es gibt unterschiedliche Komponenten des Islams. Es gibt die spirituelle Seite und die Soziallehre, die ich sehr wichtig finde für die Menschen. Die Menschen brauchen das. Ich habe das an meiner Großmutter gesehen. Ich habe das in meiner Familie gesehen. Und auch als ich noch gläubig war, habe davon auch sehr viel gewinnen können. Aber der Islam hat auch eine politische und eine juristische Seite, die extrem veraltet ist. Der Islam ist, wenn wir beim Bild vom Supermarkt bleiben, der Islam, der Koran, ist wie ein Supermarkt. Man kann sich bedienen, wie man will. Man findet, und die Regale sind in der Tat auch durcheinander, nicht sortiert. Und das Verfallsdatum von bestimmten Regeln und von bestimmten Koranversen ist nicht mehr deutlich. Und genau das versuche ich in meinen Büchern dann deutlich zu machen, wo die Gefahr ist und was man von der Religion noch profitieren kann. Die spirituelle Seite und die soziale Seite sind wichtig, aber die politisch-juristische Seite ist gefährlich. Da kommt auch die Gewalt her, auch die Menschenrechtsverletzungen und die Probleme des Zusammenlebens, die wir heute haben, auch in Europa. Machen Sie es mal ganz konkret. Woher kommt diese Seite des Islams? Sie sagen ja, und das fand ich interessant, auch bei Lektüre Ihres Buches, Sie sagen sinngemäß, wenn du eine Diskussion über den Islam verfolgst, dann gehst du meistens als jemand, der dabei zuschaut, sehr ratlos aus einer solchen Diskussion heraus. Du hast auf der einen Seite Menschen, die sagen, das ist eine Botschaft der Liebe, die dort gepredigt wird. Und ich kann nur von mir zum Beispiel sagen, ich habe mich unter Muslimen in Afrika, in Äthiopien zum Beispiel, immer unheimlich, und auch vor kurzem in Palästina, unheimlich aufgehoben gefühlt, wohlgefühlt, sicher gefühlt, gastfreundlich behandelt gefühlt. Ich kenne aber auch diese andere Seite, die es auch gibt, dieses sehr aggressive, dieses auf dich zugehen und du weißt nicht so genau, wie du das deuten kannst. Das heißt, im Grunde gibt es diese zwei Seiten und jedes Argument hebt das andere dann immer wieder auf. Wenn Sie das mal versuchen, für uns einzuordnen, was ist es denn am Ende tatsächlich? Ja. Ist es eine Botschaft der Liebe oder eine Botschaft des Hasses? Ja, das ist der Untertitel des Buches, der Koran, Botschaft der Liebe, Botschaft des Hasses. Ich kenne den Koran wirklich wie meine 10 Finger und bin damit aufgewachsen, habe mich damit nicht nur als Kind auseinandergesetzt, sondern auch als Wissenschaftler, als ich Islamwissenschaften unterrichtet habe an der Uni. Der Koran ist alles. Da ist schon drin alles vorhanden, weil der Koran über 23 Jahre entstanden ist. In diesen 23 Jahren veränderte sich auch der Koran, weil die Gemeinde Mohammed sich verändert hatte, weil Mohammed selbst sich verändert hatte. In den ersten 13 Jahren war er friedlich, predigte Toleranz und Liebe und Vergebung, weil er keine Armee hatte. Und als er von Mekka nach Medina zog, musste er eine Armee gründen, zuerst um seine Gemeinschaft
zu verteidigen. Aber später verwickelte er sich in die Logik des Krieges und hat auch davon profitiert wirtschaftlich. Die Gemeinde lebte von Kriegsbeute. Und da kamen die späteren Passagen, die den Krieg verherrlichen, die auch Intoleranz gegenüber Christen und Juden befestigt haben. Das sind die Passagen, auf die sich die berufen, die zum Beispiel sagen, wir sind Teil des IS, des sogenannten Islamischen Staates. Wir wollen zurück zu dieser Scharia, zu einer Idee, die 1400 Jahre alt ist. Versuchen Sie uns doch einmal zu erklären, was macht ein Buch, das über 1000 Jahre alt ist, was macht dieses Buch so attraktiv für junge Menschen? Ich habe heute gerade wieder gelesen, dass auch zum Beispiel junge Türkinnen sich immer mehr einer Religion zuwenden und fasziniert offenbar davon sind, religiöser denn je auch in diesem Land, auch in Deutschland zu leben. Die Faszination geht davon aus, dass man glaubt, das ist die letzte Botschaft Gottes, das je offenbart wurde. Und zwar direkt in Wort und in Tat. Und darin ist auch ein Manifest Gottes, glauben viele, mit einer Gesellschaftsordnung, mit einer Rechtsordnung, mit einer politischen Weltordnung. Es ist schon ein Sakrileg und alles, ich in dem Buch geschrieben habe, das ist ein menschengemachtes Buch, beschreibt eine menschliche Erfahrung. Und das ist keine Herabwürdigung dieses Buches, sondern eine richtige Würdigung, dass man das Menschliche darin erkennt, dass man vergisst, dass es von Gott stammt, sondern von den Menschen, von ihren Sehnsüchten. Wir Menschen sind das Reichste, was es gibt. Unsere Ängste, Sehnsüchte, Liebe, Hass, Ängste. Hoffnungen, das ist das, was jede Religion ausmacht und das auch, was jede Religion attraktiv macht. Das ist auch das, was die Bibel hat entstehen lassen. Und wenn man so will, sind wir ja alle, so wie wir hier sitzen, auf eine gewisse Art und Weise, ich sag's jetzt mal böse, religiös indoktriniert worden. Trotzdem würden wir niemals auf die Idee kommen, loszugehen und dem Namen irgendeines Gottes irgendjemanden in die Luft zu sprengen oder andere schlimme Dinge zu tun. Ich kenne den Vergleich zwischen Bibel und Koran sehr gut. Ich habe auch beide gelesen. Und es stimmt natürlich, dass es im Alten Testament manche Gewalt verherrlichende Passagen da sind. Aber trotzdem kann man nicht mit dem Koran vergleichen. Denn die Bibel gilt für die meisten Christen heute nicht als die direkte Botschaft Gottes, die letzte Botschaft Gottes ist, sondern die Bibel wurde auch von Menschen geschrieben. Über Jahrhunderte sind diese Texte entstanden. Auch die Erfahrungen und die Sprache dieser Menschen ist in die Bibel hineingeflossen. Dann kam später natürlich die Gründungsfigur des Christentums, Jesus, als Vorbild. Und Jesus hat bekanntlich keine Menschen umgebracht, hat keine Kriege geführt und hat auch gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das heißt, er hat eigentlich die alten Gesetze des Alten Testaments sozusagen außer Kraft gesetzt, mindestens in diesem Fall. Er hat selbst keine neuen Gesetze verabschiedet. Und er war nur 18 bis 30 Monate auf der Weltbühne. Mohammed als Prediger. Mohammed dagegen war 23 Jahre alt. Mhm. 23 Jahre lang auf der Bühne, hatte Kriege geführt, hat Menschen eigenhändig umgebracht, für die damalige Zeit eine Notwendigkeit. Aber wenn man, das Problem ist nicht, was im Koran steht, sondern der Stellenwert dieses Buches für die Gläubigen. Mhm. Und wenn man davon ausgeht, das ist das letzte Wort Gottes, das ist unantastbar, dann ist alles, was darin steht, ist Gesetz. Das ist Gott, der bin ich. Interpretation ich höre dazu, ich finde das auch faszinierend. Ich habe sicherlich nicht die Ahnung vom Koran wie Sie, aber ich bin natürlich schon, also ich kenne auch viele Muslime und komme mit denen super aus. Ich kenne auch viele Mädchen, die Kopftuch tragen oder getragen haben und völlig offen sind. Und das war mal eine Zeit lang Kopftuch. Ich glaube, es ist schon... Also es ist immer die Interpretation einer Gruppe von Menschen. Das haben wir ja Katholiken ja auch. Ich meine, wir haben ja auch eine blutige Spur hinter uns hergezogen über die Jahrhunderte. Und es gibt ja immer noch, ich meine, vor allem guckt man nach Amerika, wie viel Verblendete wirklich die Evangelikalen, die neugeborenen Christen, also wie die sich auch auf die Bibel berufen. Mhm. Also ich will nur mal auch sagen, weil, wie gesagt, ich finde es, glaube ich, sonst unwohl, dass man nur sagt, die glauben alle dran, weil das letzte Wort Gottes, ich habe das auch immer gehört, die Bibel, das ist das Wort. Und nach der Bibel sollst du leben. Klar, wir haben die zwei Teile. Aber dann schauen wir uns die Realität in der Welt heute. Wer tötet im Namen seiner Religion? Wer vergewaltigt Menschen im Namen seiner Religion? Wer enthauptet Menschen und lächelt dabei im Namen seiner Religion? Man kann nicht
die Gegenwart der Muslime heute mit der Vergangenheit des Christentums vergleichen und dann Kreuzzüge und so weiter. All das wurde auch neutralisiert im Christentum, weil wir die Aufklärung hier in Europa hatten, weil die Menschen auch religionskritische Bücher damals geschrieben haben, ob Spinoza, Kant oder Voltaire oder Feuerbach. Und das versucht man jetzt zu verhindern in Bezug auf den Islam. Wenn jemand wie ich kommt und sagt, der Koran ist ein menschengemachtes Buch, der Koran enthält Gewaltpassagen, die neutralisiert werden müssen. Ich erwarte von den Imamen und von den Theologen rauszukommen, auch wie die Theologen im Christentum, und zu sagen, es gibt bestimmte Passagen im Koran, die heute keine Gültigkeit mehr besitzen. Ich erwarte auch diese Deutlichkeit und nicht, dass man sagt, ja, es ist eine Interpretationssache und man muss es im Kontext lesen. Und ich habe versucht, in dem Buch alles in Kontext zu stellen, damit wir das, was wir heute für unser Leben heute benutzen können, herausholen, und das, was das Zusammenleben beschädigt, das, was Gewalt und Hass, haben Sie sich überlegt, warum junge Menschen diese Faszination für den Tod haben? Natürlich gibt es soziale Probleme, natürlich gibt es Diskriminierung und alle möglichen sozioökonomischen und geopolitischen Probleme. Aber letzten Endes ist es die Ideologie der Gewalt, die auch aus dem Koran kommt, wenn die den Tod für die Menschen als die letzte beste Option ist, dass die Menschen eine Win-Win-Situation haben. Entweder sterben sie als Märtyrer und dann haben sie 72 Jungfrauen im Paradies, oder sie gewinnen den Krieg ja, und werden auch alles irgendwie Richter oder bekommen einen super Job bei IS und bei Boko Haram als Loser. Das ist die heilige Faszination. Wie ich gesagt habe, aber heißt das übersetzt? Ich meine, das ist natürlich ein Frontalangriff. Ich kann auch verstehen, dass Sie natürlich sich einen enormen Hass zuziehen, wenn Sie so etwas so sagen. Und natürlich steht man auch immer unter dem Verdacht, dass man dann sehr pauschal über eine Religion urteilt. Aber ich würde Sie trotzdem gerne fragen an dem Punkt. Haben Sie das Gefühl, wir sind zu naiv? Wir relativieren zu viel, ähnlich wie Sie das eben der anderen Seite vorgeworfen haben. Wir relativieren zu viel und sagen, na ja, also das gibt es auch. Aber ein großes Aber steht bei jeder Gelegenheit im Raum. Müssen wir da klarer sein? Müssen wir da bestimmter sein? Ja. Müssen wir da, was zum Beispiel Moscheen angeht, müssen wir da genauer hinschauen, was dort gepredigt wird, was dort erzählt wird? Genau. Wir scheuen uns sehr stark vor der Debatte. Die Politik scheut sich vor der Debatte. Mhm. Die Universitäten scheuen sich vor der Debatte. Viele Intellektuelle scheuen sich vor der Debatte. Und dann beschweren sie sich, dass die Debatte sich am rechten Rand dann sich verlagert. Und das will ich nicht. Ich will, dass die Debatte in der Mitte der Gesellschaft bleibt, humanistisch, aufklärerisch geführt wird. Und ich werde dafür selbst als Rassist beschimpft. Und das ist schon ein Problem. Wir müssen diese Debatte aushalten zum Wohle der Muslime. Ich bin nicht gegen die Muslime, ich bin auf der Seite der Muslime. Ich habe keine Abneigung gegenüber meiner Kultur. Im Gegenteil, ich habe Sorgen, nicht nur um meine Kultur, sondern auch um meine Wahlheimat Deutschland, weil ich sehe, dass bestimmte Phänomene hier unter den Teppich gekehrt. Machen Sie es einmal konkret. Ja, dass der politische Islam sich bereit macht, dass Islamverbände als beste Gesprächspartner der Politik sind, dass sie politisch aufgewertet werden. Sie werden demnächst Wohlfahrtsverbände aufbauen. Sie werden demnächst auch eine Rolle in der Bildung spielen durch Islamunterricht und auch im Gesundheitswesen. Und das ist gefährlich. Das befestigt den konservativen Islam. Und das schlägt moderate Muslime und liberale Muslime im Rücken. Die versuchen ja, sich zu emanzipieren aus diesem Korsett herauszubrechen. Die wollen ja auch gehört werden, auch die Gemäßigten. Das heißt, es ist ja auch, es gibt sicherlich die Seite, die sie rein wollen und jetzt irgendwie sagen, wir wollen da was Schlechtes, aber es gibt auch viele Muslime, meine Erfahrung, die sich einbringen wollen in die Gesellschaft. Natürlich Organisationen gründen, weil sie sagen, wir wollen hier sein, wir wollen die Diskussion führen, das Gespräch. Ja, liberale Muslime haben kein Interesse daran, Organisationen zu gründen. Es sind die konservativen Muslime, das sind verlängerte Arme ausländischer Regierungen. Wer steckt da dahinter? Ja, also wenn wir jetzt dann DITIB nehmen, zum Beispiel einen Dachverband, der wird
direkt von der Türkei Tochter gelenkt. Von Diyanet. Ja, genau. Und das wird von der türkischen Regierung gelenkt. Diese Moscheen haben damals für Erdogan Wahlkampf gemacht. Sie haben auch für diese Demos mobilisiert, wo in Köln junge, beispielsweise, junge Türken auf der Straße die Todesstrafe in der Türkei verlangt haben. Sie sind geflohen aus sie leben in der Freiheit, sie genießen die Vorzüge der Freiheit hier und dann verlangen sie die Verhältnisse in der Türkei, dass sie zurückkehren, dass die Demokratie abgebaut wird. Genauso wie Islamisten, die auswandern und leider sich als Flüchtlinge tarnen und dann hierher kommen und dann wollen sie die gleichen Verhältnisse nochmal hier aufbauen, die für die Zerstörung ihrer Länder verantwortlich sind. Indem man solche Themen anspricht und das anprangert und verlangt, diese Entwicklung zu stoppen, dann ist man nicht gegen Muslime, sondern man ist für das Zusammenleben, für die Aufklärung, für die Freiheit und davon können wir alle profitieren. Weil nochmal, der Großteil der Opfer auch solcher gewaltbereiten Islamisten sind Muslime. Genau. Also das ist ein Krieg, der sozusagen auch gegen die eigene Religion teilweise geführt wird. Ja? Also der Großteil der Opfer sind Muslime. Aber was heißt das denn für Sie in der Konsequenz? Was bedeutet das denn für uns, dass wir ernsthaft eine Debatte brauchen, dass wir nicht naiv sein sollten? Wenn wir zum Beispiel auch die Frage der muslimischen jungen Männer, wenn man die mal anspricht, ganz heißes Eisen, ein ganz großes Tabu. Ich habe mich bei Lektüre Ihres Buches zum Teil gefragt, kann es sein, dass wir in Wahrheit weniger ein Problem mit Religion haben, als vielmehr mit einer Art von Macho-Kultur, mit Männern, die Religion dafür missbrauchen, Frauen zu unterdrücken? Macho-Kultur ist ein Riesenproblem, natürlich das Patriarchat insgesamt, aber das ist die Paarung. Die Paarung von Patriarchat und heiligem Hass. Mhm. Und der heilige Hass kommt natürlich aus den heiligen Texten, die neutralisiert werden müssen. Wir können nicht eins ohne das andere haben. Wir müssen beides gleichzeitig, die Resozialisierung und natürlich in Bildung investieren, aber natürlich auf religiöser Ebene endlich mal diese Passagen im Koran thematisieren, die für Hass und Krieg, Hass und Krieg schüren, aber auch Menschenrechtsverletzungen wie Kinderehen und so weiter auch legitimieren, dass wir das Zusammenleben nicht nach den Regeln der Radikalen bestimmen. Nicht, dass wir schauen, was wollen Sie, was Schwimmunterricht angeht und das, was wollen wir, was Kantine und so weiter angeht, sondern dass wir sagen, nein, über unsere Freiheit verhandeln wir nicht. Und bestimmte Sonderrechte darf es nicht geben. Ich bin dafür, dass Muslime als gleichberechtigte Bürger in diesem Lande alles an Rechte genießen, was ein Nicht-Moslem genießt und auch Nichtgläubiger genießt. Aber auch, dass wir nicht über Christentum und Jesus Satire machen können, Witze machen können. Aber wenn es um Mohammed oder um den Koran geht, dann müssen wir uns verstimmen. Nein, Freiheit für alle, aber Freiheit geht beidseitig. Und ich plädiere dafür, dass die Debatte mal ehrlich geführt wird und in die Tiefe geht und dass man nicht immer aus Angst Befindlichkeiten anzugreifen in der Mitte aufhört, denn da werden die Falschen die Debatte aufgreifen und dann werden sie wirklich richtig hässlich führen und das will ich nicht. Also, Herr Dr. Sammert, ich danke Ihnen sehr herzlich. Da gebe ich Ihnen komplett recht. Also im Grunde genommen, das sage ich aber auch, und da würde ich mir tatsächlich auch in der großen Politik mehr wünschen, das Problem, weil die Unionsparteien im Ohr oder die SPD, mein Gott, die AfD, wenn man eine Lücke macht, indem man nicht offen, es wird zu viel immer so Parteigeklüngel gemacht und ja hier und so, das müssen wir schützen, weil und hier und so. Und dann wird die Diskussion schief. Und wenn sie eine Schieflage hat, ist klar, dann wird nicht mehr offen geredet. Man muss über alles offen reden. Ich bin keiner, der sagt, verblendet hier oder links oder rechts, aber ich würde mir da mehr wünschen und es wird ja viel gestritten in den Parteien, aber immer so viel aus, ich brauche die Wähler von da und ich brauche die Wähler von da, sondern ich würde mir mehr Politiker auch wünschen, die wirklich sagen, pass mal auf, mein Gewissen, ich gehe mal hin, was ist denn meine Meinung zu dem Thema und nicht nur so, ja, was sagt jetzt meine Partei, was, und es ist sehr viel, ja,
mit einem Zwischenruf, so wie ich Ihre Bücher bis jetzt gelesen habe, das jüngste nicht. Sie treten überhaupt nicht gegen die Muslime an, sondern Sie treten gegen den politischen Islam an. Und die Befürchtung, die ich habe, dass wir auch tolerant sind denen gegenüber, die selber überhaupt nicht daran denken, uns gegenüber tolerant zu sein. Und die Trennlinie verläuft da. Die Trennlinie verläuft da, wo es nicht um meine private religiöse Überzeugung geht, sondern die Regeln, nach denen wir leben, in der Gesellschaft, im Staat. Und die kann ich nicht ableiten aus dem Koran, aus den Worten und Taten des Propheten, aus Koran und Hadith. Das geht nicht, das können wir nicht dulden. Denn wenn 80 Millionen Menschen in einem relativ kleinen Land friedlich und konfliktfrei miteinander leben wollen, unabhängig von religiösen Überzeugungen, Staatsangehörigkeit, Hautfarbe, müssen alle Menschen unterschiedslos die gleichen Regeln akzeptieren. Wenn wir anfangen, Sonderrechte einzuräumen, dann tun wir das. Wir tun es. Weil wir Angst haben, wenn wir es nicht tun, bekommen wir den Vorwurf der latenten Ausländerfeindlichkeit, der Xenophobie, der Islamophobie. Rassismus oder auch Konflikt mit dem Grundgesetz, wo die Religionsfreiheit ja garantiert ist, ja, auch beispielsweise. Ja, aber die Religionsfreiheit ist nicht Narrenfreiheit. Und wenn sie kollidiert mit der freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung, dann muss der Staat seine Rechtsordnung durchsetzen. Wir alle, Sie auch, werden auch sehr persönlich positive Erfahrungen gemacht haben mit vielen Muslimen in unserem Land, ich persönlich auch. Was mir mehr Kummer macht, wie verhält sich der Islam dort, wo er Staatsreligion ist, wo er überhaupt nicht daran denkt, gegenüber Christen Toleranz zu üben, die hier in einem christlich geprägten Land selbstverständlich eingefordert wird. In 20 Ländern der Erde ist der Religionswechsel bei Strafe verboten. Es sind ausnahmslos islamische Länder. Das macht mir Kummer. Doch nicht die 4 Millionen friedlichen, rechtstreuen Muslime, die in unserem Land leben und sich um Integration bemühen. Die sind nicht das Problem. Also ein sehr lesenswertes Buch. Aus historischen Gründen, aus religiösen Gründen. Und auch deshalb, weil es ein sehr differenzierendes Buch ist. Und Sie schreiben selber, wenn ich das richtig im Kopf habe, darin so sinngemäß den Satz, ich bin in Wahrheit kein Opfer, sondern ich bin einfach ein gläubiger Muslim, der jemand ist, der zwischen Aufklärung und Mittelalter steht. Und wir müssen definieren, wer wir eigentlich sein wollen. Darum geht's. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, weil ich auch weiß, was das bedeutet, heute in diese Sendung zu kommen, welche Organisation, welcher Aufwand dafür notwendig waren. Vielen Dank und alles Gute Ihnen. Frau Vukovic sitzt bei uns. Ich habe Sie vorhin schon kurz eingeführt und habe gesagt, dass Ihnen ein tolles Buch gelungen ist vor einiger Zeit über die Frage sozusagen, wie ging das Leben von Christiane F. weiter, nachdem wir dann alle die Kinder vom Bahnhof Zoo gelesen hatten. Und wer dieses Buch damals gelesen hat, der hatte das Gefühl, da ist jemand, der versteht, was im Kopf von Christiane F. in dem Fall, damals in jungen Jahren, aber auch später vor sich ging. Als ich dann Ihr neues Buch in die Hand gekriegt habe, in dem Sie Ihre eigene Sucht beschreiben, war mir auch klar, warum Sie das konnten. Wie würden Sie, Frau Vukovic, jemanden, der es nicht weiß, der nicht versteht, was diese Krankheit mit ihr macht, wie würden Sie Magersucht, aber auch Bulimie, wie würden Sie das einem Laien beschreiben, einem Außenstehenden? Ehrlich gesagt finde ich nicht, dass man das wirklich beschreiben kann. Also es fällt mir sogar heutzutage schwer, mich zurück hineinzuversetzen. Es ist halt eine völlige Parallelwelt, in der man lebt, die einen ganz und gar aufsaugt, in der man, also zum Beispiel in so einer Runde hätte ich vor einigen Jahren, wäre ich noch nicht fähig gewesen, zuzuhören, teilzunehmen, mich auch zu empfinden bei den jeweiligen Wortbeiträgen. Ich hätte einzig und allein mich nur darauf konzentriert, wie viele Zentimeter meines Oberschenkels liegen auf dem Stuhl auf, kann ich mit dem Bein genug wippen, um Kalorien abzubauen, hier ist es Gott sei Dank recht frisch, zitter ich vielleicht sogar, um auch da Kalorien abzubauen. Also mein ganzer Kopf hätte sich nur um diese Frage nach Kalorien, Kilos und so weiter gedreht. Die ganze Zeit, das wird sozusagen zentraler Bestandteil des Denkens. Ja. Also man löst sich tatsächlich auch von sich selbst ab. Das macht es dann irgendwann tatsächlich auch schwer, ein ganz normales Leben zu leben, weil man einfach nicht mehr teilhaben kann im wahrsten Sinne. Ist das auch das, was Ihnen Patientinnen, sind es ja vorzugsweise immer noch, berichten, Herr Schulte-Markwort, dass das ganze Denken nur noch um die Frage kreist, wie viele Kalorien habe ich jetzt in der Sekunde am heutigen Tag in der letzten Woche verbraucht? Ja, nicht nur der Kalorienverbrauch, sondern das ganze Denken und Fühlen, so berichten uns unsere Patienten immer, kreist komplett ums Essen. Kreist darum, wie man Kalorien verbraucht, aber wie man sich unter Umständen auch Essen beschafft. Wenn man dann in einer bulimischen Phase ist beispielsweise und kreist um Kalorien, um Bewegung, um Aussehen, um Dicksein, um Dünnsein. Und das ist, glaube ich, auch noch viel intensiver, als ich es mir als Kliniker
obwohl ich das ja häufig höre, selber vorstellen. Ich meine, Sie erleben auch in Ihrem Alltag unglaubliche Geschichten. Sie berichten von Frauen, die so lange laufen, bis sie bluten aus Körperöffnungen, weil sie schlicht und ergreifend ihren Körper überfordern. Was passiert da noch? Naja, das ist einfach so, wie Frau Vukovic das beschreibt, das ist grenzenlos. Ja, also es gibt sozusagen keine Grenze. Deswegen beschreibt man das ja auch als eine Sucht, obwohl es im engeren Sinne ja eigentlich gar keine Suchterkrankung ist. Aber weil das früher, als diese Begriffe geprägt wurden, sah das aus wie, die Mädchen sind süchtig, die können gar nichts anderes. Die sind abhängig von irgendetwas. Aber die sind nicht abhängig von irgendeinem Stoff von außen, sondern die sind abhängig von einem Denken und Fühlen, was komplett entgleist ist. Aber wie weit geht das, wenn Sie das einmal kurz beschreiben? Das geht ja so weit, dass diese Mädchen dann tatsächlich auch sterben, wenn wir nicht aufpassen, weil die ja so weit hungern und weil sie sich auch so zugrunde richten, unter Umständen auch irgendwann anfangen sich selber zu verletzen oder dieses Beispiel von dem Laufen, dann so bis tatsächlich auch Knochen brechen, also bis Fußknochen brechen. Das haben wir alles tatsächlich schon erlebt. Das kommt Gott sei Dank sehr selten vor, aber kann so intensiv sein. In der extremen Ausprägung kann das passieren. Ich habe eingangs auch gesagt, wir wollen heute ein bisschen aufräumen oder ausräumen. Das ein oder andere Klischee, das es auch in diesem Zusammenhang gibt. Ja, also zum Beispiel auch der Frage mal nachgehen, welchen Einfluss haben Medien tatsächlich, wenn es um die Frage geht, wird mein Kind magersüchtig oder bulimisch irgendwann? Gab es für Sie, Frau Vukovic, sowas wie ein Erweckungserlebnis? Das ist eigentlich ein schöner, positiver Begriff. Aber gab es für Sie das Erlebnis, das bei Ihnen ausgelöst hat, darüber denke ich jetzt mal nach und das ist möglicherweise ein Weg für mich, der Weg in diese Krankheit rein. Der Weg in die Krankheit rein. Ich finde es wirklich schwierig, immer zu sagen, das war der Auslöser oder so. Also ich habe echt ein ganzes Buch gebraucht, um das aufzuschreiben, warum ich krank geworden bin. Und ich finde auch nur, das ist eigentlich der angemessene Rahmen, weil es einfach so komplex ist, die Ursachen. Aber wenn man über Medien sprechen will, dann ist der Begriff Trigger, glaube ich, immer ganz wichtig. Nämlich, dass Medien tatsächlich auch in die Tiefe gehen müssen und sollten, um halt eben nicht zu triggern. Also nicht quasi das Ganze attraktiv zu machen in einer gewissen Art und Weise. Abschreckung allein funktioniert halt nicht, also durch Schockbilder oder sowas zum Beispiel. Also bei mir war es nämlich konkret so, dass ich, ich war bis zu meinem 13. Lebensjahr sehr stark, was sehr stark ist übertrieben, aber ich war etwas molliger als andere in meinem Alter, sagen wir mal so. Ich habe 73 Kilo gewogen mit 13 Jahren und bei 1,63 ungefähr. Wurde stark gehänselt an der Schule, deswegen auch. Also war über Jahre hinweg auch ein Mobbingopfer. Wie ich heute weiß, nicht wegen des Gewichts primär, sondern weil ich ein unsicheres Kind war. Und dann habe ich irgendwann einen Film gesehen, einen Spielfilm, und da ging es um zwei Mädchen, die sich nach dem Essen immer erbrochen haben. Und am Ende ist eine von beiden auch gestorben aufgrund von irgendeinem Kalium- oder Elektrolytehaushalt. Hatte sie bei einem Autounfall einen Schock und das Herz ist stehen geblieben. Und ich habe den Film gesehen und dachte am Ende, wow, das ist super. Jetzt weiß ich, wie ich dünn werden kann. Ich kann essen und mich danach übergeben und habe das dann den beiden auch nachgemacht. Und Sie beschreiben, wie Sie angefangen haben, unglaubliche Mengen Essen zu kaufen. Wie weit ging das? Also es ist ungefähr das, was, denke ich, meine Familie zu Abend isst. Das habe ich halt irgendwann alleine bei einem Essbrechanfall zu mir genommen. Und davon hatte ich im schlimmsten Phasen 10 bis 15 am Tag. Das ist eigentlich permanent. Also irgendwann ist das ja auch so, dass man also quasi erbricht, um nicht dick zu werden und dann wieder essen muss, um nicht zusammenzuklappen, zu kollabieren. Man beschäftigt sich wahnsinnig dann damit, welche Lebensmittel irgendwie drin bleiben dürfen, wie lange die Pausen zwischen Fressattacken sein müssen, um halt eben dann doch nicht was drin zu behalten und doch noch zuzunehmen oder ähnliches. Das ist irgendwann so ein Teufelskreislauf, der sich dann auch durch Nächte zieht zum Beispiel. Das heißt, man belohnt sich sozusagen, sagst, also jetzt faste ich so und so viele Stunden und dann erlaube ich mir vielleicht den einen oder anderen Apfel oder Knäckebrot oder was auch immer. Was haben Sie in Ihrer schlimmsten Phase, was haben Sie da noch gegessen? Wie viele Kalorien am Tag haben Sie da zu sich genommen? Naja, irgendwann hatte ich mir so ein Maß gesetzt. Ich glaube, ich hatte irgendwann mal gelesen, dass Jennifer Aniston nicht mehr als 1100 Kalorien am Tag zu sich nimmt. Und das war dann auch irgendwann so für mich so das Limit. Also ich war ja anfangs bulimisch. Also ich bin über die Bulimie dann irgendwann in eine Anorexie gerutscht. Und später hatte ich dann eine Mischform. Das heißt, am Anfang kommt ja häufig vor, ne? Ich glaube, es ist das häufigste sogar, ne? so eine Mischform. Das ist ein bisschen altersabhängig, aber je älter die Mädchen oder Frauen werden, desto mehr Mischformen gibt es. Also es gibt einfach viele, die halten es irgendwann tatsächlich nicht mehr aus zu hungern. Und dann kommt oft auch das Brechen dann hinzu. Also oft ist es auch umgekehrt sozusagen.
Und in der anorektischen Phase war es halt manchmal so, dass ich halt eine Packung Knäckebrot war, zum Beispiel dann meine Tagesration. Oder ich stand damals total auf Semmelknödel. Ich habe dann irgendwie trockene Semmelknödel, 3 mir erlaubt. Und morgens 2 Äpfel mit Wasser war auch so ein Trick, um satt zu bleiben. Hat Ihre Familie, die Umgebung, haben die das mitgekriegt? Nein, erstmal nicht. Was aber auch damit zu tun hatte, meine Eltern haben sich getrennt, als ich 13 war. Und mein Vater ist alkoholkrank und meine Mutter lebte in einer Co-Abhängigkeit. Das heißt, da gab es auch schon andere Themen. Mhm. Dann gab es eben diese Trennung und die Scheidung. Auch da lag der Fokus erstmal woanders. Ich sage immer, meine Heilungsgeschichte beginnt mit einem verstopften Klo. Ich war mit 16 in den USA mit einem Bundestagsstipendium. Also das Thema Leistung zum Beispiel ist auch immer ein ganz großes bei Menschen, die an Essstörungen leiden. Mhm. Ich war auch wahnsinnig auf Leistung getrimmt an allen Ecken und Enden, hatte immer gute Noten, habe dann eben dieses Bundestagsstipendium bekommen, um in den USA zu leben ein Jahr. Und dann habe ich mir natürlich vorgenommen, so, da war ich 16, das heißt schon 3 Jahre erkrankt und hatte schon auch eine Phase, wo ich gesagt habe, das ist doch nicht gut, das tut dir nicht gut. Du willst damit aufhören, in den USA fängst du von vorne an. Und jetzt sind aber ja gerade die USA sehr verlockend irgendwie, oder beziehungsweise Essen ist dort überall gegenwärtig, auch in allen Formen, Facetten, die man halt so aus der Heimat nicht kennt. Und ich habe es leider, glaube ich, 5-6 Wochen durchgehalten und dann hatte ich meinen ersten Rückfall. Heißt konkret? In dem Fall war ich da noch bulimisch, also das heißt, ich habe dann viel gegessen und mich übergeben und und irgendwann an einer Stelle ist dann das Klo übergeschwappt, weil halt in Amerika haben die eine andere Kanalisation als in Deutschland. Und somit ist dann quasi meine Krankheit an die Oberfläche geschwappt, wenn man das Sie beschreiben das sehr, sehr eindringlich. Das ist eine ganz starke Passage in diesem Buch, wo Sie beschreiben, wie Sie anfangen, dann irgendwann dieses Klo wirklich mit einem Löffel quasi aufzuschöpfen, versuchen, das alles in die Badewanne zu transportieren und so weiter. Und richten dann unglaublichen Schlamassel an in diesem Badezimmer. Mhm. Und der Gastvater, den sie dann irgendwann rufen müssen, weil es einfach gar nicht mehr anders geht, hilft ihnen sozusagen. Der reagiert übrigens auch sehr, sehr verständnisvoll und versteht auch, was eigentlich ihr Problem ist. Und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Ihre Eltern werden informiert und so weiter und die Dinge kommen in Gang. Das heißt, ihre Krankheit wird das erste Mal wirklich öffentlich, auch innerhalb dieser Familie. Herr Schulte-Markwort, wenn man das so hört, dann geht es auch immer um die Frage, wie sollten Familienangehörige, wie sollte Familie reagieren? Also einer der gängigsten Sätze ist doch, schau dich doch mal an, das siehst du doch im Spiegel, wie siehst du eigentlich aus? Ist das ein Satz, der weiterhilft? Ja, das ist ja ein Machtkampf und der nimmt nicht wahr, dass diese Mädchen unter einer massiven Körperbildstörung leiden. Also die Mädchen sind abgemagert und stehen trotzdem vor dem Spiegel und sagen, wie dick ist mein Oberschenkel noch und das ist doch viel zu wenig. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Es geht in einen Konflikt rein, den man nicht gewinnen kann. Ja, das ist ein Machtkampf ohne Ende, den kann man gar nicht gewinnen, sondern es muss darum gehen, möglichst frühzeitig professionelle Hilfe einzuschalten. Das schafft eine Familie nicht alleine. Und ich bin immer froh über jede Familie und jedes anorektische Mädchen, was gerade noch sozusagen zu Beginn vorgestellt wird. Wenn die noch normalgewichtig ist, dann kann ich immer noch sagen, okay, und wenn du noch ein weiteres Kilo abnimmst, dann bist du sicher, kannst du dir sicher sein, dann nehme ich dich auf die Station auf. Obwohl das vielleicht medizinisch noch gar nicht unbedingt wirklich indiziert ist. Mhm. Weil ich aber weiß, ich muss nicht warten, dass die noch weiter abnimmt. Sondern ich muss was dazwischen schieben und ich muss dann psychotherapeutisch eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen, in der das Mädchen erlebt, dass sie wahrgenommen wird. Auch so ein Satz, der dann häufig fällt, ist, also von Mädchen, die daran erkrankt sind, ist, die sagen, du, ich habe keinen Hunger mehr, ich kann nicht mehr essen. Ja. Ist das in dem Moment die Wahrheit? Weil als Außenstehender reagierst du da völlig verständnislos und sagst, das kann doch nicht sein, du hast 3 Salatblätter gegessen, du kannst überhaupt nicht satt sein. Das ist eine doppelte Wahrheit. Also anorektische Mädchen haben immer Hunger. Das sagen die aber häufig erst hinterher, wenn sie wieder gesund sind. Dann können die sowas zugestehen. Aber man kann sich sowas natürlich auch antrainieren. Das können ja Sportler auch. Mhm. Also man kann auch sehr, sehr restriktiv essen und man kann sich auf eine geringe Kalorienzahl, das kann man sich antrainieren. Und irgendwann geht es tatsächlich auch nicht, wenn man mehrere Jahre lang 1100 Kalorien oder 800 Kalorien, kenne ich auch, zu sich genommen hat, dann kann man nicht plötzlich 2500 Kalorien essen. Das sprengt alle Wahrnehmung. Das heißt, der Körper gewöhnt sich daran und in dem Moment ist das, und das ist mir jetzt wichtig an der Stelle, das ist dann auch die Wahrheit für dieses Kind, natürlich, das an dieser Krankheit natürlich anleidet. Natürlich, das gilt ja für alle psychischen Erkrankungen, mit denen wir im Kindesalter zu tun haben. Die Kinder lügen uns ja nicht an. Ja, wenn die sagen, ich habe Angst, dann haben sie Angst. Und wenn sie sagen, ich kann nicht essen, können sie nicht essen. Mhm. Und wenn sie sagen, ich fühle mich dick, dann fühlen sie sich dick. Das ist ganz wichtig.
es ist wirklich tatsächlich, glaube ich, schwer nachzuvollziehen. Aber ich habe irgendwann später mal einen Artikel gelesen, der hieß Sucht nach Anerkennung. Und da wurde erklärt, warum wir Menschen so abhängig sind von Anerkennung und dazu zugehörig zu sein. Nämlich, weil wir als Urmenschen schon alleine gar nicht hätten überleben können, weil wir alleine keine großen Tiere umbringen können und auch uns nicht uns versorgen, wenn wir krank sind. Mhm. Und heute ist das immer noch so, dass es uns wichtig ist, irgendwie anerkannt zu sein, Teil einer Gruppe zu sein, auch irgendwie als was Besonderes und liebenswert zu gelten. Mhm. Und in dem Moment, wo einem gezwungen wird, etwas zu essen und dadurch zuzunehmen vermeintlich, das glaubt man ja. Also man ist ja wirklich hysterisch in diesem Gedanken und damit hässlich und nicht mehr liebenswert zu sein, fühlt sich das tatsächlich existenziell bedrohlich für einen. Das heißt, da gehst du in einen ganz tiefen Konflikt rein. Ja. Und das treibt in Wahrheit denjenigen immer tiefer rein in diese Krankheit. Wie sind Sie, Frau Vukovic, da rausgekommen? Auch da kann ich nur sagen, ich habe wirklich ein ganzes Buch gebraucht. Und auch das ist nicht einfach. Heilung ist auf jeden Fall ein Prozess, das weiß ich. Es ist kein Event. Es ist nicht, dass man morgens aufwacht und sagt, jetzt bin ich geheilt und das war der Schlüsselindikator dazu. Ne? Also ich glaube, an allererster Stelle, ich habe es wirklich unbedingt gewollt. Also ich war über 13 Jahre lang wirklich schwerst essgestört. Habe wahnsinnig viel verloren an diese Krankheit. Manches auch gewonnen. Schutz zum Beispiel vor tiefer liegenderen Problemen. Aber ich habe immer gesagt, eines Tages will ich ein ganz normaler Mensch sein mit ganz normalen Problemen. Zum Beispiel Ärger mit dem Postboten oder mit dem Nachbarn oder dem Chef, aber nicht mehr mich fragen, ob Leben lohnt oder ob ich okay bin oder ob ich sein darf und ob es mich in dieser Form, in der ich bin, da sein darf. Und das war immer mein Bestreben. Und ich habe dann auch mehr als 13 Jahre Therapie gemacht. Ich war in der Klinik, ich habe in einer WG für essgestörte Mädchen gewohnt. Ich habe die Krankheit auch lange trotzdem nicht aufgeben können, weil ich halt den Ersatz dafür noch nicht gefunden hatte. Den musste ich halt parallel aufbauen. Zur Klinik hinzu, oder beziehungsweise zur Therapie insgesamt hinzu, kam, dass mich Menschen begleitet haben. Meine Eltern zum Beispiel, finde ich, haben vieles auch richtig gemacht, indem sie mich primär gelassen haben. Ich sage immer, wenn man mich fragt, hätten deine Eltern mehr machen müssen, dann sage ich immer nein, weil ich hätte das gar nicht durchgestanden. Hätte man mich gezwungen, bestimmte Prozesse zu machen, zu denen ich noch gar nicht bereit war, hätte ich das nicht ertragen. Also es war ganz gut, dass sie da waren, aber mich nicht irgendwie gezwungen haben. Ja, und am Ende bin ich Mutter geworden und das war das größte Glück und der beste Grund, gesund zu sein. Das ist ein gutes Argument. Ich würde gerne, Herr Schulte-Markow, zum Schluss Sie noch fragen, weil das zum Beispiel auch ein Teil dieser Legenden ist, die es dann immer so gibt. Heidi Klum, Topmodel, diese ganzen jungen Frauen, die in diesen Anzeigen im Grunde weiß ich nicht, mit ganz wenig Kilo am Leib die engsten Hosen der Welt tragen können. Das, so sagt man, löst das dann aus, das triggert das, wie Sie gerade gesagt haben. Ist das wahr? Hat das zugenommen, seitdem es diese Art von medialer Dauerberieselung gibt? Nein, das hat nicht zugenommen. Und Sie müssen ja auch sich klar machen, ich weiß nicht, und bei den 15-jährigen Mädchen sind es etwa 80% mit Diäterfahrungen. Der Prozentsatz ist das per se was Schlimmes? Wenn die Tochter nicht sagt, mit 13, 14, ich mache jetzt meine erste Diät, würde ich als Vater direkt nervös werden. So geht es vielen. Ja, aber das ist ja etwas, womit man sie unter Umständen auch gerade noch mal da reintreibt. Es geht doch eher darum, ernst zu nehmen, dass ein Mädchen sagt, ich habe ein bisschen Pubertätsspeck beispielsweise, oder der Druck in der Klasse ist so groß, ich will einfach nicht so weiterleben wie bisher. Mhm. Und von diesen Mädchen werden nicht plötzlich mehr anorektisch. Das ist nicht so, sondern die Zahl der Anorexien ist gleich geblieben in den letzten 20 Jahren. Und es hat dadurch nicht zugenommen. Ja, das heißt, wir gehen heute davon aus, dass eine bestimmte genetische Vulnerabilität da sein muss. Und man kann das vorher nicht untersuchen. Verletzlichkeit, eine Anfälligkeit. Also eine Anfälligkeit dafür, ja. Und dann kommen bestimmte Faktoren noch dazu. Und dann entsteht sowas, aber das bleibt irgendwie gleich. Es hat auch zum Beispiel in Hungerzeiten, in Kriegszeiten, auch in Ländern, wo Unterernährung ist, gibt es auch anorektische Mädchen, überall weltweit. Da vielleicht ein bisschen geringerer Zahl. Aber das hat darauf keine Auswirkung. Deswegen muss man auch immer unterscheiden zwischen Auslösern, und was Sie als Trigger bezeichnen, und Ursachen. Die Ursachen sind viel komplexer. Das ist, glaube ich, heute Abend klar geworden. Noch ganz kurz eine Prozentzahl. Wie viele der jungen Mädchen werden anorektisch irgendwann? 3%. 1 bis 3%. Ein bisschen je nach Alter. Je nachdem, ob Sie bis 18 rechnen oder bis 21. Und auch das ist interessant, weil medial wird uns was ganz anderes vermittelt. Ja. Medial hat man das Gefühl, jede zweite ist mittlerweile betroffen. Die gute Nachricht des heutigen Abends ist, es ist eben nicht so. Ich danke Ihnen sehr herzlich für ein sehr differenzierendes, kluges Buch. Sonja Vukovic, die heute unser Gast war, bedanke mich sehr herzlich bei Michael Schulte-Markow. Vielen Dank auch Ihnen.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Michael Mittermeier, dem ein tolles Buch über seine ersten 50 Jahre gelungen ist. Vielen Dank, Michael. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Wolfgang Bosbach, der versprochen hat, in Rente zu gehen. Ich werde Sie daran erinnern, Herr Bosbach, bei Zeiten. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Hamed Abdel-Samad, der heute unser Gast war. Ich hoffe, wir sehen uns in einem halben, dreiviertel Jahr wieder und werden dieses Thema weiter vertiefen. Ist ein wichtiges Thema. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Das tun Sie auch im Namen der allermeisten friedfertigen Muslime, diese Aufklärungsarbeit zu leisten. Jetzt die Kollegin von Heute Plus und wir sind morgen wieder für Sie da, wenn Sie mögen. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss. Doch, ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Ich habe mir das wirklich reiflich überlegt. Es gibt ja nicht einen Grund, sondern ein ganzes Bündel von Gründen für den Rückzug. Politische Gründe, persönliche Gründe. Und ich finde, 23 Jahre sind eine lange Zeit im Deutschen Bundestag. Und ich finde, es ist besser, man geht zu einem Zeitpunkt, wo jedenfalls noch viele sagen, schade, dass er geht, als dass die Leute in den Kulissen murmeln. Jetzt wird es aber höchste Zeit, dass er aufhört. Solange die Frau nicht sagt, schade, dass er kommt. Das ist die große Sorge von Sabine, dass ich den wohlsortierten Haushalt durcheinander bringen könnte, wenn ich jetzt mal länger am Stück zu Hause bin. Aber haben Sie jetzt wirklich vor, zu Hause zu bleiben? So was Verrücktes zu machen, wie zu Hause zu sitzen? Jedenfalls öfter als in der Vergangenheit. Ich habe viel nachzuholen, Familie, Freunde, möchte mir auch manches in der Welt noch ansehen, was ich bis jetzt nicht sehen konnte. Gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Ich meine, man kann doch als Politiker, der aus dem Bundestag ausscheidet, kann man zur Bahn gehen, wie Ronald Pofalla, man kann bei Gazprom anfangen, da gibt es ja Möglichkeiten. Also es gibt schon die eine oder andere Anfrage. Ehrlich? Das von wem? Gucke ich mir in Ruhe an. Versicherungsbranche? Aber ich möchte nicht nichts tun. Edeka? Ich möchte auch. Das wäre doch was. Zurück in den Supermarkt. Oder ich meine, das wissen die wenigsten, dass Herr Bosbach mal Supermarktleiter war. Ne? In Bergstadtbach waren Sie das. Ne? Richtig. Und ich erinnere mich an einen Satz von Ihnen, der da lautete, das Chaos in einem Supermarkt ist absolut gewollt. Der Kunde soll ja durch den ganzen Laden gehen. Irren. Und nicht nur vorne, links und rechts die Artikel kaufen, wegen denen er in den Laden gekommen ist. Das heißt, das war also ein Kaiser Tengelmann wieder auf Vordermann bringen, das wäre eine richtige Herausforderung. Ja. Aber kommt jetzt ein bisschen zu spät. Das ist wie im Bundestag, oder? Das Find ich Chaos, auch. Das einmal alle drumherum. Ja. Ich wollte gerade sagen, das heißt, wenn Sie sagen, im Supermarkt ist Chaos, war es ein sehr konsequenter Schritt, dann in die Politik zu gehen als nächstes, oder nicht? Sie meinen, so groß sei der Unterschied nicht. Es ist immer wichtig, was man im Angebot hat und ob man das Vertrauen der Kundinnen und Kunden gewinnen kann. Das ist eigentlich auch in der Politik wie im Supermarkt. Am Ende lauern die Süßigkeiten. Gazprom, die Deutsche Bahn. All diese Dinge. Ne? Sie vermuten mich zu Unrecht bei den Unternehmen und total zu Unrecht in der Gehaltsklasse. Aber jetzt im Ernst, Herr Bosbach, Sie können ja jetzt frei sprechen. Wer hat Sie jetzt schon angemacht? Also wer hat schon Angebote? Sie werden das zu der Zeitpunkt erfahren, wenn ich sage, vielleicht mache ich noch das eine oder andere. Dann sagen Sie wenigstens, nichts, was Sie abgelehnt haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, noch gar nichts. Ich sortiere ja und gucke mir das alles an. Viele? Ob es seriös ist, überschaubar, aber interessant. Das ist ja total irre. Politiker kriegen unseriöse Angebote. Nein, ich habe doch gesagt, alles aus meiner Sicht seriös. Das. Es ist nichts dabei, wo ich sagen müsste, das muss ich auch jetzt mit spitzen Fingern anfassen. Das ist auch eine schöne Formulierung. Aus meiner Sicht alles seriös, aber das soll nichts heißen. Ne? Ja. Aber welche Branche? Wolfgang Bosbach, neben Wolfgang Bosbach, einer, der mal gesagt hat, nichts bereitet dich so perfekt auf den Beruf des Komikers vor wie der Besuch in einer Klosterschule. Denn im Grunde ist Weihrauch ja auch eine Art von Shownebel. Seit 30 Jahren steht er jetzt auf der Bühne. Nicht nur Shownebel. Ich habe ja früher gesagt, ich glaube, da ist was drin. Seit 30 Jahren steht er mittlerweile auf der Bühne. Ist nebenbei 50 geworden und sagt dazu, das Einzige, was sich verändert hat, ist die Cardio-Anzeige im Fitnessstudio. Ich darf jetzt nur noch 144er Puls laufen und nicht mehr 136er und nicht mehr 144er. Ja. So, genau. Sonst stirbst du, ist das so? Ja? Ja. Aber nicht heute bitte und nicht jetzt. Ja, ich versuch's. Ich könnte jetzt den Rest vortragen, ich lasse das jetzt. Freue mich sehr, dass du da bist. Michael Mittermeier, herzlich willkommen heute in der Sendung. Wobei man schon noch ergänzen muss,
Michael Mittermeier hat gerade ein wunderbares Buch vorgestellt, das man eigentlich verstehen kann als ein leidenschaftliches Plädoyer für sympathisches Losertum. Die Welt für Anfänger. Selbst der liebe Gott sagt, er ist in Wahrheit ein Amateur. Denn in der Bibel heißt es, er schuf Himmel und Erde und dann sprach er, es werde Licht. Das heißt, er hat erst gebaut und erst dann das Licht angemacht. Nur ein Anfänger versucht, im Dunkeln einen Kuchen zu backen. Herzlich willkommen, Michael Mittermeier. Noch einmal. Schön, dass du da bist. Ja, und wir begrüßen eine Frau. Und wir begrüßen eine Frau, die bekannt wurde, als ihr ein internationaler Bestseller gelang über das zweite Leben der Christiane F. Das ist ein wirklich gutes Buch über Sucht und darüber, wie sie Menschen packt und in Wahrheit für den Rest ihres Lebens nicht mehr loslässt. Jetzt aber kriegen wir erstmals eine Idee davon, warum sie in der Lage war, so feinfühlig über die Sucht einer fremden Frau zu erzählen. Sie war nämlich selbst jahrelang süchtig, gefangen in einer Welt aus Magersucht und Bulimie. Gibt viele Bücher zu diesem Thema, aber kaum eins, das so differenzierend davon erzählt. Herzlich willkommen, Sonja Vukovic. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, und an Ihrer Seite ein Mann. An Ihrer Seite ein Mann, der als echte Koryphäe gilt im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der heute aufräumen wird mit ein paar sehr hartnäckigen Klischees zum Thema Essstörung, wonach beispielsweise meistens eine gestörte Mutter-Tochter-Beziehung schuld daran sei. Solche alten Zöpfe abzuschneiden, sagt er, bedeutet eine ungeheure Entlastung auch für die Eltern essgestörter Kinder. Denn plötzlich geht es nicht mehr um die Frage, wer ist eigentlich schuld daran, sondern um die Frage, wie wird das Kind wieder gesund? Herzlich willkommen, Professor Michael Schulte-Markwort. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Also, lasst uns direkt rein. Es gibt viel zu besprechen. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Herr Bosbach, können Sie das eigentlich fassen? Sie gehen wirklich in Rente? Haben Sie das wirklich vor? Die Frage ist, ob meine Frau das fassen kann. Ja. Die Bestseller-Autorin Sonja Vukovic ist heute bei uns zu Gast. Außerdem freuen wir uns auf den wunderbaren Michael Mittermeier. Dann Wolfgang Bosbach, ein Mann, der sich, so sagt er zumindest, aufs alten Teil zurückzieht. Hamed Abdel-Samad ist heute unser Gast, ein Mann, auf dessen Besuch wir lange hingearbeitet haben. Einer der profiliertesten Islamkritiker überhaupt und der Kinder- und Jugendpsychiater Michael Schulte-Markwort. Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da seid. Herzlichen Dank auch Ihnen hier im Studio. Willkommen zu unserer Sendung, in der ich gleich zu Beginn einen Mann begrüßen möchte, dessen Anwesenheit mich persönlich ganz besonders freut. Denn es gibt in der mittlerweile 8-jährigen Geschichte dieser Sendung glücklicherweise nur ganz, ganz wenige Gäste, deren Besuch so vorsichtig vorbereitet sein muss wie seiner. Denn jeder öffentliche Auftritt und damit auch dieser Auftritt ist tatsächlich brandgefährlich für ihn. Ähnlich vorsichtig mussten wir sein, als Kurt Westergaard, der dänische Mohammed-Karikaturist, hier auftrat. Ähnlich vorsichtig mussten wir sein bei Salman Rushdie. In allen drei Fällen war Kritik am Islam der Auslöser für Todesdrohungen. Er sagt dazu, in keiner anderen Religion ist allein die Tatsache, dass man ungläubig ist, ein Todesurteil. Herzlich willkommen, Hamed Abdel-Samad. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Ja, und es gibt noch einen ganz... Es gibt noch einen ganz bemerkenswerten Satz von Hamed Abdel-Samad, der uns direkt zu ihm bringt. Europa, sagt er, und das ist seine ganz große Schwäche, Europa lässt zu, dass auch Menschen von den Vorzügen des Rechtsstaates profitieren, die ihn in Wahrheit vernichten wollen. Er hat dazu mal die interessante Frage gestellt, man kann Menschen integrieren, aber kann man auch eine ganze Religion integrieren? Er, das ist der Mann, der mal hoffen durfte, Merkels nächster Innenminister zu werden. Dann wurde er allerdings nicht Merkels Innenminister, sondern Merkels Nervensäge, sagen die einen, und wurde in genau der Rolle zum beliebtesten Politiker Deutschlands. Plötzlich entdeckte er nämlich etwas für Politiker offenbar eher Ungewöhnliches, nämlich das eigene Gewissen, und fing an, so lange Stunk gegen Euro-Rettungsschirme zu machen, bis irgendwann Ronald Pofalla entgleiste, der sinnigerweise wenig später dann zur Deutschen Bahn wechselte. Leute, die ihn nicht mögen, sagen, er sei so etwas wie eine fleischgewordene Talkshow. Leute, die ihn mögen, zitieren ihn dagegen mit dem Satz, politisch korrekt ist nur die Wahrheit. Jetzt zieht er Bilanz. Herzlich willkommen, Wolfgang Bosbach. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind.
Ja, und neben Leben geht weiter. Wobei, das ist ja schon hart, oder? Wenn man, ich meine, Sie haben doch Ihr ganzes Leben lang wahnsinnig hart und konsequent auf dieses Ziel hingearbeitet. Und dann funktioniert das plötzlich nicht. Da zerplatzt doch so ein Lebenstraum, Sie, oder? Nein, Herr Lanz, Sie können mit dem Ziel Politik machen, das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler nicht zu enttäuschen, sein Bestes zu geben. Aber Sie können nicht Politik machen mit dem Ziel, ich muss unbedingt Minister werden. Die allermeisten werden. Das sagen Sie alle. Weil es auch die Wahrheit ist. Die wenigsten werden das, was sie unbedingt gerne werden. Das ist klar, aber man hat doch Ziele im Leben eines Menschen. Hat man doch Ziele. Man will doch irgendwo hin. Aber seien Sie mir nicht böse. Abgeordneter des Deutschen Bundestages, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Vorsitzender des Innenausschusses, das ist doch nichts. Und dann sind Sie so kurz vor einem Minister, sind Sie. Ich sage es noch mal, wer weiß, wofür es gut ist. Vielleicht bin ich danach etwas freier gewesen, auch etwas befreiter als durch die Bürde des Amtes. Und ich weiß, mit meiner Haltung zum Beispiel in der Euro-Rettungskrise bei der Nullzinspolitik der EZB hätte ich das Kabinett verlassen müssen, weil ich bei meiner Überzeugung geblieben wäre. Da wäre die Kabinettsdisziplin unvereinbar gewesen mit meiner persönlichen Haltung, nicht gegen meine Überzeugung. Hätten Sie das wirklich durchgezogen? Ja, darauf können Sie sich verlassen, ja. Herr Lanz, auch wenn es sich etwas pathetisch anhört, ich mache seit 22 Jahren so Politik, es geht im Kern um Vertrauen. Und ich habe mich jeden Tag darum bemüht, die Menschen, die mir Vertrauen entgegenbringen, zu Hause nicht zu enttäuschen. Und niemand soll sagen, er hat uns getäuscht. Und das geht nur durch die Übereinstimmung von Wort und Tat. Und ich kann nicht sagen, da habe ich keinen Muskel für. Also ist in Ordnung, ich will den Posten behalten. Ich stimme jetzt gegen meine Überzeugung ab. Sie würden es mir sofort ansehen, wenn ich etwas sage oder wenn ich eine Entscheidung treffe, hinter der ich persönlich nicht stehe. Wie oft haben Sie im Laufe dieser 22, 23 Jahre die Parteidisziplin, die Fraktionsdisziplin verlassen und dagegen gestimmt? Also, es werden wohl rund ein halbes Dutzend Mal gewesen sein. Dann natürlich, so 5, 6 Mal? Also im Laufe von 22 Jahren. Ich weiß ja nicht, was noch kommt im nächsten Jahr. Aber dann natürlich, ich habe bei dem ersten Hilfspaket für Griechenland noch zugestimmt. Dem zweiten Paket dann nicht mehr, dem dritten nicht mehr, dem dauerhaften Rettungsschirm nicht mehr. Das für mich eigentlich paradoxe ist, dass ich in keiner einzigen politischen Frage eine Haltung vertrete, die nicht einmal die Haltung der CDU war. Wohlgemerkt, war. Das, was man schmerzt mir, Sie das? Ja, das schmerzt mich, weil ich ja auch weiß, wie groß in diesen zwei Jahrzehnten die Diskrepanz zwischen Wählern und Gewählten geworden ist. Ist es, je nach Betrachtungsweise trauen die Menschen uns Berufspolitikern entweder alles zu oder nichts. Und wenn ich als Störenfried gelte, wenn ich auf einmal die Kuh bin, die quer im Stall steht, nur weil ich bei dem bleiben möchte. Worüber reden wir? Wenn Sie möchten, sind Sie der Erste, dem ich Bescheid sage. Gerne, jetzt, jetzt. Ja. Ich sortiere doch gerade. Ich habe ja noch ein Jahr Zeit, ich muss ja nichts überstürzen. Nee, das ist wahr. Aber das wenn Sie wahr. Mich beim Rohre verlegen, vermuten bei Gazprom, da liegen Sie ganz falsch. Wenn wir noch mal kurz jetzt in die Politik gehen, Herr Bosbach, haben Sie noch Spaß an dem Laden? Ja, auch an der Auseinandersetzung zwischen Ihrer Schwesterpartei CSU und CDU? Nein, an den Debatten nicht. Aber ich hatte in meinem Leben, Herr Lanz, das große Glück, dass ich immer das, was ich beruflich werden wollte, auch geschafft habe, dass ich mir die Wünsche erfüllen könnte. Ich gehe auch heute noch jeden Tag gerne ins Büro. Und ich kann nur raten, jedem, der zuschaut, macht euer Hobby zum Beruf und ihr habt euer Leben lang Freizeit. Das kann man jetzt so oder so verstehen, ne? Nein, das wissen Sie auch, wenn man etwas macht, was man immer schon machen wollte, können Sie 12, 13, 14 Stunden arbeiten, es fällt Ihnen nicht schwer. Wenn Sie was machen müssen, was Sie eigentlich nicht möchten, sind 5 Stunden zu lange. Sie haben das nie als Belastung empfunden, was Sie da gemacht haben? Doch, natürlich ist das eine Belastung, aber ich mache es auch gerne. Und Sie sagen, niemand zwingt mich dazu. Sie haben immer erreicht, was Sie wollten. 2005 wollten Sie Innenminister werden. Ja, das Sie lag, waren so kurz davor. Da haben Sie recht, das lag ja nicht an mir. Ich behaupte einmal, die meisten, die gerne Minister werden würden, werden es am Ende nicht. Ja. Und trotzdem geht das Leben weiter. Und ich bin am nächsten Tag genauso gerne ins Büro gegangen. Ich war ja damals stellvertretender Fraktionsvorsitzender, wie in der Zeit davor auch. Hat leider auch nicht geklappt. Was? Mit dem Fraktionsvorsitz. Ja gut, es wäre ja sowieso nur das eine oder das andere gewesen. Am Ende ist beides nichts geworden. Mama hat gesagt, Junge, wer weiß, wofür es gut ist. Mutter hat recht. Mutter ist in dem Fall Angela Merkel, ja? Nein, Mutter ist Else Hausmann. Aber
Aber Sie beschreiben das jetzt. Sie haben ein tolles Buch gemacht, finde ich, wo man so ein bisschen darüber nachlesen kann, wie Politik eigentlich hinter den Kulissen wirklich so abläuft. Und da beschreiben Sie auch diese Situation so das erste Mal. Das heißt, Sie hatten doch berechtigte Hoffnung, dass Sie Innenminister werden würden, ne? Ich bin ja gefragt worden, was von Angela Merkel. Ja, von Angela Merkel nach dem Wahltag. Und dann habe ich freimütig geäußert, was ich mir vorstellen könnte. Und ich habe den Raum verlassen in der Hoffnung, wirst du nicht Innenminister, dann wirst du Fraktionsvorsitzender. Wobei ich gesagt habe, ich möchte nicht gegen Volker Kauder kandidieren, weil es ein guter Freund von mir ist. Und dann kam eben 2-3 Tage später die Nachricht. Leider hat beides nicht geklappt. Und dann hatten wir eine Aussprache im Kanzleramt. Ich glaube, das nennt man im Auswärtigen Amt eine freimütige Aussprache. Laut? Nee, nein, nicht laut. Ich muss akzeptieren, wenn meine Parteivorsitzende, meine Bundeskanzlerin, eine Personalentscheidung trifft, die ich lieber anders gesehen hätte. Und sowas natürlich auch antrainieren, das können ja Sportler auch. Mhm. Also man kann auch sehr, sehr restriktiv essen und man kann sich auf eine geringe Kalorienzahl, das kann man sich antrainieren. Und irgendwann geht es tatsächlich auch nicht, wenn man mehrere Jahre lang 1100 Kalorien oder 800 Kalorien, kenne ich auch, zu sich genommen hat, dann kann man nicht plötzlich 2500 Kalorien essen. Das sprengt alle Wahrnehmung. Das heißt, der Körper gewöhnt sich daran und in dem Moment ist das, und das ist mir jetzt wichtig an der Stelle, das ist dann auch die Wahrheit für dieses Kind, natürlich, das an dieser Krankheit natürlich anleidet. Natürlich, das gilt ja für alle psychischen Erkrankungen, mit denen wir im Kindesalter zu tun haben. Die Kinder lügen uns ja nicht an. Ja, wenn die sagen, ich habe Angst, dann haben sie Angst. Und wenn sie sagen, ich kann nicht essen, können sie nicht essen. Mhm. Und wenn sie sagen, ich fühle mich dick, dann fühlen sie sich dick. Das ist ganz wichtig. Es ist wirkt tatsächlich, glaube ich, schwer nachzuvollziehen. Aber ich habe irgendwann später mal einen Artikel gelesen, der hieß Sucht nach Anerkennung. Und da wurde erklärt, warum wir Menschen so abhängig sind von Anerkennung und dazu zugehörig zu sein. Nämlich, weil wir als Urmenschen schon alleine gar nicht hätten überleben können, weil wir alleine keine großen Tiere umbringen können und auch uns nicht uns versorgen, wenn wir krank sind. Mhm. Und heute ist es immer noch so, dass es uns wichtig ist, irgendwie anerkannt zu sein, Teil einer Gruppe zu sein, auch irgendwie als was Besonderes und liebenswert zu gelten. Mhm. Und in dem Moment, wo einem gezwungen wird, etwas zu essen und dadurch zuzunehmen vermeintlich. Das glaubt man ja. Also man ist ja wirklich hysterisch in diesem Gedanken und damit hässlich und nicht mehr liebenswert zu sein. Fühlt sich das tatsächlich existenziell bedrohlich für einen? Das heißt, da gehst du in einen ganz tiefen Konflikt rein. Ja. Und das treibt in Wahrheit denjenigen immer tiefer rein in diese Krankheit. Wie sind Sie, Frau Vukovic, da rausgekommen? Auch da kann ich nur sagen, ich habe wirklich ein ganzes Buch gebraucht. Und auch das ist nicht einfach. Heilung ist auf jeden Fall ein Prozess, das weiß ich. Es ist kein Event. Es ist nicht, dass man morgens aufwacht und sagt, jetzt bin ich geheilt und das war der Schlüsselindikator dazu. Ne? Also ich glaube, an allererster Stelle, ich habe es wirklich unbedingt gewollt. Also ich war über 13 Jahre lang wirklich schwerst essgestört. Habe wahnsinnig viel verloren an diese Krankheit. Manches auch gewonnen. Schutz zum Beispiel vor tiefer liegenderen Problemen. Aber ich habe immer gesagt, eines Tages will ich ein ganz normaler Mensch sein mit ganz normalen Problemen. Zum Beispiel Ärger mit dem Postboten oder mit dem Nachbarn oder dem Chef, aber nicht mehr mich fragen, ob Leben lohnt oder ob ich okay bin oder ob ich sein darf und ob es mich in dieser Form, in der ich bin, da sein darf. Und das war immer mein Bestreben. Und ich habe dann auch mehr als 13 Jahre Therapie gemacht. Ich war in der Klinik, ich habe in einer WG für essgestörte Mädchen gewohnt. Ich habe die Krankheit auch lange trotzdem nicht aufgeben können, weil ich halt den Ersatz dafür noch nicht gefunden hatte. Den musste ich halt parallel aufbauen. Zur Klinik hinzu, oder beziehungsweise zur Therapie insgesamt hinzu, kam, dass mich Menschen begleitet haben. Meine Eltern zum Beispiel, finde ich, haben vieles auch richtig gemacht, indem sie mich primär gelassen haben. Ich sage immer, wenn man mich fragt, hätten deine Eltern mehr machen müssen, dann sage ich immer nein, weil ich hätte das gar nicht durchgestanden. Wenn es einfach gar nicht mehr anders geht, hilft ihnen sozusagen. Und reagiert übrigens auch sehr, sehr verständnisvoll und versteht auch, was eigentlich ihr Problem ist. Und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Ihre Eltern werden informiert und so weiter und die Dinge kommen in Gang. Das heißt, ihre Krankheit wird das erste Mal wirklich öffentlich, auch innerhalb dieser Familie. Herr Schulte-Markwort, wenn man das so hört, dann geht es auch immer um die Frage, wie sollten Familienangehörige, wie sollte Familie reagieren? Also einer der gängigsten Sätze ist doch, schau dich doch mal an, das siehst du doch im Spiegel, wie siehst du eigentlich aus? Ist das ein Satz, der weiterhilft? Ja, das ist ja ein Machtkampf und der
nimmt nicht wahr, dass diese Mädchen unter einer massiven Körperbildstörung leiden. Also die Mädchen sind abgemagert und stehen trotzdem vor dem Spiegel und sagen, wie dick ist mein Oberschenkel noch und das ist doch viel zu wenig. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Es geht in einen Konflikt rein, den man nicht gewinnen kann. Ja, das ist ein Machtkampf ohne Ende, den kann man gar nicht gewinnen. Mhm. Sondern es muss darum gehen, möglichst frühzeitig professionelle Hilfe einzuschalten. Das schafft eine Familie nicht alleine. Und ich bin immer froh über jede Familie und jedes anorektische Mädchen, was gerade noch sozusagen zu Beginn vorgestellt wird. Mhm. Wenn die noch normalgewichtig ist, dann kann ich immer noch sagen, okay, und wenn du noch ein weiteres Kilo abnimmst, dann bist du sicher, kannst du dir sicher sein, dann nehme ich dich auf die Station auf. Obwohl das vielleicht medizinisch noch gar nicht unbedingt wirklich indiziert ist. Mhm. Weil ich aber weiß, ich muss nicht warten, dass die noch weiter abnimmt. Sondern ich muss was dazwischen schieben und ich muss dann psychotherapeutisch eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen, in der das Mädchen erlebt, dass sie wahrgenommen wird. Auch so ein Satz, der dann häufig fällt, ist, also von Mädchen, die daran erkrankt sind, ist, die sagen, du, ich habe keinen Hunger mehr, ich kann nicht mehr essen. Ja. Ist das in dem Moment die Wahrheit? Weil als Außenstehender reagierst du da völlig verständnislos und sagst, das kann doch nicht sein, du hast 3 Salatblätter gegessen, du kannst überhaupt nicht satt sein. Das ist eine doppelte Wahrheit. Also anorektische Mädchen haben immer Hunger. Das sagen die aber häufig erst hinterher, wenn sie wieder gesund sind. Dann können die sowas zugestehen. Aber man kann sich sowas natürlich auch antrainieren. Das können ja Sportler auch. Mhm. Also man kann auch sehr, sehr restriktiv essen und man kann sich auf eine geringe Kalorienzahl, das kann man sich antrainieren. Und irgendwann geht es tatsächlich auch nicht, wenn man mehrere Jahre lang 1100 Kalorien oder 800 Kalorien, kenne ich auch, zu sich genommen hat, dann kann man nicht plötzlich 2500 Kalorien essen. Das sprengt alle Wahrnehmung. Das heißt, der Körper gewöhnt sich daran und in dem Moment ist das, und das ist mir jetzt wichtig an der Stelle, das ist dann auch die Wahrheit für dieses Kind, natürlich, das an dieser Krankheit natürlich anleidet. Natürlich, das gilt ja für alle psychischen Erkrankungen, mit denen wir im Kindesalter zu tun haben. Die Kinder lügen uns ja nicht an. Ja, wenn die sagen, ich habe Angst, dann haben sie Angst. Und wenn sie sagen, ich kann nicht essen, können sie nicht essen. Mhm. Und wenn sie sagen, ich fühle mich dick, dann fühlen sie sich dick. Das ist ganz wichtig. Es wirkt tatsächlich, glaube ich, schwer nachzuvollziehen. Aber ich habe irgendwann später mal einen Artikel gelesen, der hieß Sucht nach Anerkennung. Und da wurde erklärt, warum wir Menschen so abhängig sind von Anerkennung und dazu zugehörig zu sein. Nämlich, weil wir als Urmenschen schon alleine gar nicht hätten überleben können, weil wir alleine keine großen Tiere umbringen können und auch uns nicht versorgen, wenn wir krank sind. Mhm. Und erst um seine Gemeinschaft zu verteidigen, aber später verwickelte er sich in die Logik des Krieges und hat auch davon profitiert wirtschaftlich. Die Gemeinde lebte von Kriegsbeute. Und da kamen die späteren Passagen, die den Krieg verherrlichen, die auch Intoleranz gegenüber Christen und Juden befestigt haben. Das sind die Passagen, auf die sich die berufen, die zum Beispiel sagen, wir sind Teil des IS, des sogenannten Islamischen Staates. Wir wollen zurück zu dieser Scharia, zu einer Idee, die 1400 Jahre alt ist. Versuchen Sie uns doch einmal zu erklären, was macht ein Buch, das über 1000 Jahre alt ist, was macht dieses Buch so attraktiv für junge Menschen? Ich habe heute gerade wieder gelesen, dass auch zum Beispiel junge Türkinnen sich immer mehr einer Religion zuwenden und fasziniert offenbar davon sind, religiöser denn je auch in diesem Land, auch in Deutschland zu leben. Die Faszination geht davon aus, dass man glaubt, das ist die letzte Botschaft Gottes, das je offenbart wurde. Und zwar direkt in Wort und in Tat. Und darin ist auch ein Manifest Gottes, glauben viele, mit einer Gesellschaftsordnung, mit einer Rechtsordnung, mit einer politischen Weltordnung. Es ist schon ein Sakrileg und alles, ich in dem Buch geschrieben habe, das ist ein menschengemachtes Buch, beschreibt eine menschliche Erfahrung. Und das ist keine Herabwürdigung dieses Buches, sondern eine richtige Würdigung, dass man das Menschliche darin erkennt, dass man vergisst, dass es von Gott stammt, sondern von den Menschen, von ihren Sehnsüchten. Wir Menschen sind das Reichste, was es gibt. Unsere Ängste, Sehnsüchte, Liebe, Hass, Ängste. Hoffnungen, das ist das, was jede Religion ausmacht und das auch, was jede Religion attraktiv macht. Aber das ist auch das, was die Bibel hat entstehen lassen. Und wenn man so will, sind wir ja alle, so wie wir hier sitzen, auf eine gewisse Art und Weise, ich sag's jetzt mal böse, religiös indoktriniert worden. Trotzdem würden wir niemals auf die Idee kommen, loszugehen und dem Namen irgendeines Gottes irgendjemanden in die Luft zu sprengen oder andere schlimme Dinge zu tun. Ich kenne den Vergleich zwischen Bibel und Koran sehr gut. Ich habe auch beide gelesen. Und es stimmt natürlich, dass es im Alten Testament manche Gewalt verherrlichende Passagen da sind. Aber trotzdem kann man nicht mit dem Koran vergleichen. Denn die Bibel gilt für die meisten Christen heute nicht als
die direkte Botschaft Gottes, die letzte Botschaft Gottes ist, sondern die Bibel wurde auch von Menschen geschrieben. Über Jahrhunderte sind diese Texte entstanden. Auch die Erfahrungen und die Sprache dieser Menschen ist in die Bibel hineingeflossen. Dann kam später natürlich die Gründungsfigur des Christentums, Jesus, als Vorbild. Und Jesus hat bekanntlich keine Menschen umgebracht, hat keine Kriege geführt und hat auch gesagt, wer von euch ohne Sünde ist gefährlich. Da kommt auch die Gewalt her, auch die Menschenrechtsverletzungen und die Probleme des Zusammenlebens, die wir heute haben, auch in Europa. Machen Sie es mal ganz konkret. Woher kommt diese Seite des Islams? Sie sagen ja, und das fand ich interessant, auch bei Lektüre Ihres Buches, Sie sagen sinngemäß, wenn du eine Diskussion über den Islam verfolgst, dann gehst du meistens als jemand, der dabei zuschaut, sehr ratlos aus einer solchen Diskussion heraus. Du hast auf der einen Seite Menschen, die sagen, das ist eine Botschaft der Liebe, die dort gepredigt wird. Und ich kann nur von mir zum Beispiel sagen, ich habe mich unter Muslimen in Afrika, in Äthiopien zum Beispiel, immer unheimlich, und auch vor kurzem in Palästina, unheimlich aufgehoben gefühlt, wohlgefühlt, sicher gefühlt, gastfreundlich behandelt gefühlt. Ich kenne aber auch diese andere Seite, die es auch gibt, dieses sehr aggressive, dieses auf dich zugehen und du weißt nicht so genau, wie du das deuten kannst. Das heißt, im Grunde gibt es diese zwei Seiten und jedes Argument hebt das andere dann immer wieder auf. Wenn Sie das mal versuchen, für uns einzuordnen, was ist es denn am Ende tatsächlich? Ja. Ist es eine Botschaft der Liebe oder eine Botschaft des Hasses? Ja, das ist der Untertitel des Buches, der Koran, Botschaft der Liebe, Botschaft des Hasses. Ich kenne den Koran wirklich wie meine 10 Finger und bin damit aufgewachsen, habe mich damit nicht nur als Kind auseinandergesetzt, sondern auch als Wissenschaftler, als ich Islamwissenschaften unterrichtet habe an der Uni. Der Koran ist alles. Da ist schon drin alles vorhanden, weil der Koran über 23 Jahre entstanden ist. Mhm. In diesen 23 Jahren veränderte sich auch der Koran, weil die Gemeinde Mohammed sich verändert hatte, weil Mohammed selbst sich verändert hatte. In den ersten 13 Jahren war er friedlich, predigte Toleranz und Liebe und Vergebung, weil er keine Armee hatte. Und als er von Mekka nach Medina zog, musste er eine Armee gründen, zuerst um seine Gemeinschaft zu verteidigen, aber später verwickelte er sich in die Logik des Krieges und hat auch davon profitiert wirtschaftlich. Die Gemeinde lebte von Kriegsbeute und da kamen die späteren Passagen, die den Krieg verherrlichen, die auch Intoleranz gegenüber Christen und Juden befestigt haben. Das sind die Passagen, auf die sich die berufen, die zum Beispiel sagen, wir sind Teil des IS, des sogenannten Islamischen Staates, wir wollen zurück zu dieser Scharia, zu einer Idee, die 1400 Jahre alt ist. Versuchen Sie uns doch einmal zu erklären, was macht ein Buch, das über 1000 Jahre alt ist, was macht dieses Buch so attraktiv für junge Menschen? Ich habe heute gerade wieder gelesen, dass auch zum Beispiel junge Türkinnen sich immer mehr einer Religion zuwenden und fasziniert offenbar davon sind, religiöser denn je auch in diesem Land, auch in Deutschland zu leben. Die Faszination geht davon aus, dass man glaubt, das ist die letzte Botschaft Gottes. Dann meine Tagesration oder ich stand damals total auf Semmelknödel. Ich habe dann irgendwie trockene Semmelknödel, 3 mir erlaubt und morgens 2 Äpfel mit Wasser. War auch so ein Trick, um satt zu bleiben. Hat Ihre Familie, die Umgebung, haben die das mitgekriegt? Nein, erstmal nicht. Was aber auch damit zu tun hatte, meine Eltern haben sich getrennt, als ich 13 war. Und mein Vater ist alkoholkrank und meine Mutter lebte in einer Co-Abhängigkeit. Das heißt, da gab es auch schon andere Themen. Mhm. Dann gab es eben diese Trennung und die Scheidung. Auch da lag der Fokus erstmal woanders. Ich sage immer, meine Heilungsgeschichte beginnt mit einem verstopften Klo. Ich war mit 16 in den USA mit einem Bundestagsstipendium. Also das Thema Leistung zum Beispiel ist auch immer ein ganz großes bei Menschen, die an Essstörungen leiden. Mhm. Ich war auch wahnsinnig auf Leistung getrimmt an allen Ecken und Enden, hatte immer gute Noten, habe dann eben dieses Bundestagsstipendium bekommen, um in den USA zu leben ein Jahr. Und dann habe ich mir natürlich vorgenommen, so, da war ich 16, das heißt schon 3 Jahre erkrankt und hatte schon auch eine Phase, wo ich gesagt habe, das ist doch nicht gut, das tut dir nicht gut. Du willst damit aufhören, in den USA fängst du von vorne an. Und jetzt sind aber ja gerade die USA sehr verlockend irgendwie, oder beziehungsweise Essen ist dort überall gegenwärtig, auch in allen Formen und Facetten, die man halt so aus der Heimat nicht kennt. Und ich habe es leider, glaube ich, 5-6 Wochen durchgehalten und dann hatte ich meinen ersten Rückfall.
Heißt konkret? In dem Fall war ich da noch bulimisch. Also das heißt, ich habe dann viel gegessen und mich übergeben. Und ja, und irgendwann an einer Stelle ist dann das Klo übergeschwappt, weil halt in Amerika haben die eine andere Kanalisation als in Deutschland. Und somit ist dann quasi meine Krankheit an die Oberfläche geschwappt, wenn man... Ja, Sie beschreiben das sehr, sehr eindringlich. Das ist eine ganz starke Passage in diesem Buch, wo Sie beschreiben, wie Sie anfangen, dann irgendwann dieses Klo wirklich mit einem Löffel quasi aufzuschöpfen, versuchen, das alles in die Badewanne zu transportieren und so weiter. Und richten dann unglaublichen Schlamassel an in diesem Badezimmer. Und der Gastvater, den Sie dann irgendwann rufen müssen, weil es einfach gar nicht mehr anders geht, hilft Ihnen sozusagen. Und er reagiert übrigens auch sehr, sehr verständnisvoll und versteht auch, was eigentlich Ihr Problem ist. Und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Ihre Eltern werden informiert und so weiter. Und die Dinge kommen in Gang. Das heißt, Ihre Krankheit wird das erste Mal wirklich öffentlich, auch innerhalb dieser Familie. Herr Schulte-Markwort, wenn man das so hört, dann geht es auch immer um die Frage, wie sollten Familienangehörige, wie sollte Familie reagieren? Also einer der gängigsten Sätze ist doch, schau dich doch mal an, das siehst du doch im Spiegel, wie siehst du eigentlich aus? Ist das ein Satz, der weiterhilft? Ja, das ist ja ein Machtkampf und der nimmt nicht wahr, dass diese Mädchen unter einer massiven Körperbildstörung leiden. Also die Mädchen sind abgemagert und stehen trotzdem vor dem Spiegel und sagen, wie die Gesundheit. Beide gelesen und es stimmt natürlich, dass es im Alten Testament manche gewaltverherrlichende Passagen da sind. Aber trotzdem kann man nicht mit dem Koran vergleichen. Denn die Bibel gilt für die meisten Christen heute nicht als die direkte Botschaft Gottes, die letzte Botschaft Gottes ist, sondern die Bibel wurde auch von Menschen geschrieben. Über Jahrhunderte sind diese Texte entstanden. Auch die Erfahrungen und die Sprache dieser Menschen ist in die Bibel hineingeflossen. Dann kam später natürlich die Gründungsfigur des Christentums, Jesus, als Vorbild. Und Jesus hat bekanntlich keine Menschen umgebracht, hat keine Kriege geführt und hat auch gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das heißt, er hat eigentlich die alten Gesetze des Alten Testaments sozusagen außer Kraft gesetzt, mindestens in diesem Fall. Er hat selbst keine neuen Gesetze verabschiedet und er war nur 18 bis 30 Monate auf der Weltbühne. Mohammed als Prediger. Mohammed dagegen war 23 Jahre alt, 23 Jahre lang auf der Bühne, hatte Kriege geführt, hat Menschen eigenhändig umgebracht, für die damalige Zeit eine Notwendigkeit. Aber wenn man, das Problem ist nicht, was im Koran steht, sondern der Stellenwert dieses Buches für die Gläubigen. Mhm. Und wenn man davon ausgeht, das ist das letzte Wort Gottes, das ist unantastbar, dann ist alles, was darin steht, ist Gesetz. Das ist Gott. Ja, wer bin ich? Interpretation genau. Ich höre dazu, ich finde das auch faszinierend. Ich habe sicherlich nicht die Ahnung vom Koran wie Sie, aber ich bin natürlich schon, also ich kenne auch viele Muslime und komme mit denen super aus. Ich kenne auch viele Mädchen, die Kopftuch tragen oder getragen haben und völlig offen sind. Und das war mal eine Zeit lang Kopftuch. Ich glaube, es ist schon... Also es ist immer die Interpretation einer Gruppe von Menschen. Das haben wir ja Katholiken ja auch. Ich meine, wir haben ja auch eine blutige Spur hinter uns hergezogen über die Jahrhunderte. Und es gibt ja immer noch, ich meine, vor allem guckt man nach Amerika, wie viel Verblendete wirklich die Evangelikalen, die neugeborenen Christen, also wie die sich auch auf die Bibel berufen. Mhm. Also ich will nur mal auch sagen, weil, wie gesagt, ich finde es, glaube ich, sonst unwohl, dass man nur sagt, die glauben alle dran, weil das letzte Wort Gottes, ich habe das auch immer gehört, die Bibel, das ist das Wort und nach der Bibel sollst du leben. Klar, wir haben die zwei Teile. Aber dann schauen wir uns die Realität in der Welt heute. Wer tötet im Namen seiner Religion? Wer vergewaltigt Menschen im Namen seiner Religion? Wer enthauptet Menschen und lächelt dabei im Namen seiner Religion? Man kann nicht die Gegenwart der Muslime heute mit der Vergangenheit des Christentums vergleichen und dann Kreuzzüge und so weiter. All das wurde auch neutralisiert im Christentum, weil wir die Aufklärung hier... Unterschiedliche Auffassungen diskutiert werden, wobei wir ein Problem haben, was andere Parteien nicht haben, weil wir eben zwei Schwesterparteien sind. Und Sie wissen ja, eigentlich sind wir ja so. Zwischen uns passt ja kein Blatt Papier. Das ist richtig. Nur ab und zu gibt's mal Meinungsverschiedenheiten. Ich möchte mal an der Stelle
an der Stelle ist gut, dass er heute... Der war wirklich gut, ja. An der Stelle muss man Michael Mittermeier zitieren. Es ist wirklich lustig, dass er heute hier sitzt. Michael, du hast auf diese Frage mal gesagt, ging es auch darum, da passt kein Blatt dazwischen. Und Michael fragte, ist nur die Frage, ob Hochformat oder Querformat? Ja, im Moment ist leichte Tendenz zu Querformat. Ja, genau. Werden Sie das vermissen, Herr Bosbach? Diesen Bedeutungsverlust, auch die Tatsache, dass man nicht mehr von jedem immer angerufen wird und jeder will von dir eine Meinung haben, schon morgens um 6:30, wenn man selbst noch gar keine hat? Ich fürchte, Sie könnten recht haben. Vielleicht sagt man Sie im ersten Moment, Gott sei Dank, du hast die Tretmühle verlassen, du bist wieder Herr über deinen eigenen Terminkalender. Du kannst tatsächlich das tun, was du jetzt gerne tun möchtest. Mhm. Es ist durchaus möglich, dass ich am nächsten Tag sage, warum hat noch keiner angerufen, keiner hat mich eingeladen, keiner will was von mir. Ist durchaus möglich. Es gibt ja viele, die sagen, allerdings meistens hatten ja Regierungsämter inne, es ist ganz schwierig, wenn sie ins Auto hinten rechts einsteigen und merken dann nach dem Verlust des Amtes, dass vorne links am Steuer keiner sitzt. Keiner sitzt. Da muss man sich neu orientieren. Das ist so. Ja. Das ist herrlich. Ja, und ganz zum Schluss noch, Herr Bosbach, wie geht es Ihnen gesundheitlich? Das war immer ein großes Thema in den letzten Jahren. Ja, das war ja auch ein Grund, warum ich nicht mehr mit dem Tempo weitermachen kann, obwohl ich es gerne würde, wenn ich wirklich fit wäre. Ich werde ja nächstes Jahr 65 Jahre. Also überlegt man sich ja sowieso, wie geht es denn in den nächsten Jahren weiter. Mir ist ja vor einigen Wochen ein Stück der Lunge entfernt worden. Vor einigen Wochen? Vor einigen Wochen, genau. Und bis vor 14 Tagen, 3 Wochen hätte ich gesagt, oh, das habe ich aber unterschätzt. Außerdem hatte ich bessere Ideen, schon in meinem Leben als 2 Tage nach der Entlassung aus dem Krankenhaus wieder nach Berlin zu gehen. Aber mittlerweile muss ich sagen, Lungenklinik Mehrheim hat ganze Arbeit geleistet. Ich fühle mich richtig gut. Weil Sie weil der Krebs sozusagen streut? Oder was ist der Grund, dass Sie so indiskret nachfragen darf? Nein, das war ein Tumor. Der Tumor musste entfernt werden. Und das ging in diesem Falle nicht mit Bestrahlung oder anderem, sondern nur mit der Entfernung des Segmentes der Lunge, wo sich der Tumor angesiedelt hatte. Haben Sie noch so eine, auf Neudeutsch sagt man heute Bucketlist, so eine Liste der Dinge, die Sie noch unbedingt erledigen wollen? Ich möchte unbedingt noch mal Highway Number 1 fahren, von Nord nach Süd, Kalifornien, Westküste. Begeisterung im Publikum hört man hier. Haben noch einige andere mit Ihnen vor, müssen Sie aufpassen, dass Sie wirklich alleine sind. Ich bin mal ein Stück gefahren von Süden. Also trauen die Menschen uns Berufspolitikern entweder alles zu oder nichts. Und wenn ich als Störenfried gelte, wenn ich auf einmal die Kuh bin, die quer im Stall steht, nur weil ich bei dem bleiben möchte, was meine Partei den Menschen mal versprochen hat, dann muss man eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung für 2017 lautet, ich trete nicht noch mal an. Aber trotzdem muss ich noch mal auf diese Zahl zurück. Ich meine, man hat Ihnen, auch offenbar haben wir da nicht genau hingeguckt, ganz schnell presseseitig das Etikett angeklebt, der Rebell der CDU. Ja, du bist ja schon Rebell, wenn du bei deiner Meinung bleibst. Das ist richtig. Rebell. Ja. Aber trotzdem, das Verrückte ist ja, Sie haben, wenn Sie sagen, Sie haben ein halbes Dutzend Mal, das heißt, Sie haben im Grunde alle 4 Jahre einmal gegen die Fraktion gestimmt, sozusagen. Ja? Zum Schluss war es ja ein bisschen mehr wegen der Vielzahl der Euro-Rettungspakete. Ja. Ja. Das ist ja krass, oder? Dass man in der Politik schon ein Freigeist und Freidenker ist, wenn man mal alle 4 Jahre sagt, nee, finde ich nicht, aber anders. Ich käme selber nie auf den Gedanken zu sagen, dass ich ein Rebell bin. Ich bin auch keiner. Ich bin 100% CDU. Ich habe nur nicht das Talent, gegen meine Überzeugung abzustimmen. Immer noch 100% CDU oder auch ein bisschen CSU? In bestimmten politischen Themen habe ich mehr Sympathie, Zuneigung zur Argumentation der CSU als 80-20 oder schon 70-30? Nein. Also Edmund Stoiber hat Ihnen schon einen Mitgliedsantrag zugeschickt. Ja, das war nett von dem. Er ist ein feiner Kerl. Und wenn ich in Bayern geboren wäre, wäre ich natürlich CSU-Mitglied geworden. Ja. Aber das ist doch eigentlich eine bittere Bilanz am Ende eines so langen, erfolgreichen politischen Lebens, wenn man sagt, da gibt es eigentlich keine hundertprozentige Übereinstimmung mehr. Ja, mir tut das auch weh. Ich bin ja auch in einem dauernden Zwiespalt. Auf der einen Seite möchte ich zu dem stehen, was ich politisch für richtig halte. Auf der anderen Seite kann ich ja verstehen, dass Angela Merkel und Volker Kauder sagen, wir brauchen Geschlossenheit, wir brauchen Disziplin, keiner soll aus der Reihe tanzen. Und wenn eine Zeitung schreibt, die Nervensäge geht, dann wird das sein, was man im Kanzleramt über mich denkt. Aber meine Hauptaufgabe ist es nicht, pflegeleicht zu sein, sondern meine Hauptaufgabe ist, bei dem zu bleiben, was ich politisch für richtig halte. Wie ist Ihr persönliches Verhältnis zur Kanzlerin? Es waren,
Es war eigentlich immer gut. Ich kenne uns ja schon persönlich aus einer Zeit, da war ich noch gar nicht Mitglied des Bundestages, Sie aber schon Bundesministerin, also aus dem ersten Wahlkampf 1994. Mhm. Als ich, die Umweltministerin war? Genau, mhm. Ja, oder Familienministerin. Ja. Mhm. Ja, jedenfalls kann ich nur sagen, ich kann mich in diesen 22 Jahren gemeinsamer Arbeit im Bundestag nicht an eine einzige Situation erinnern, wo ich persönlich über Angela Merkel enttäuscht sein müsste, wo ich negative Erfahrungen gemacht hätte. Sie hatte immer Zeit für mich. Wir haben viele intensive Gespräche geführt, zuletzt leider überwiegend kontroversen Inhalts. Mhm. Mit wem haben Sie zuletzt telefoniert? Mit Angela? Kahlen bestimmen. Nicht, dass wir schauen, was wollen Sie, was Schwimmunterricht angeht und das, was wollen wir, was Kantine und so weiter angeht, sondern dass wir sagen, nein, über unsere Freiheit verhandeln wir nicht. Und bestimmte Sonderrechte darf es nicht geben. Ich bin dafür, dass Muslime als gleichberechtigte Bürger in diesem Lande alles an Rechte genießen, was ein Nicht-Moslem genießt und auch Nichtgläubiger genießt. Aber auch, dass wir nicht über Christentum und Jesus Satire machen können, Witze machen können. Aber wenn es um Mohammed oder um den Koran geht, dann müssen wir uns verstimmen. Nein, Freiheit für alle, aber Freiheit geht beidseitig. Und ich plädiere dafür, dass die Debatte mal ehrlich geführt wird und in die Tiefe geht und dass man nicht immer aus Angst, Befindlichkeiten anzugreifen, in der Mitte aufhört, denn da werden die Falschen die Debatte aufgreifen und dann werden sie wirklich richtig hässlich führen und das will ich nicht. Also, Herr Sammert, ich danke Ihnen sehr herzlich. Da gebe ich Ihnen komplett recht. Also im Grunde genommen, da sage ich aber auch, und da würde ich mir tatsächlich auch in der großen Politik mehr wünschen, das Problem, weil die Unionsparteien oder die SPD, mein Gott, die AfD, wenn man eine Lücke macht, indem man nicht offen, es wird zu viel immer so Parteigeklüngel gemacht und ja hier und so, das müssen wir schützen, weil und hier und so. Und dann wird die Diskussion schief. Und wenn sie eine Schieflage hat, ist klar, dann wird nicht mehr offen geredet. Man muss über alles offen reden. Ich bin keiner, der sagt, verblendet hier oder links oder rechts, aber ich würde mir da mehr wünschen und es wird ja viel gestritten in den Parteien, aber immer so viel aus, ich brauche die Wähler von da und ich brauche die Wähler von da, sondern würde mir mehr Politiker auch wünschen, die wirklich sagen, pass mal auf, mein Gewissen, ich gehe mal hin, was ist denn meine Meinung zu dem Thema und nicht nur so, ja, ja, was sagt jetzt meine Partei, was, und es ist sehr viel, ja. Mit einem Zwischenruf, so wie ich Ihre Bücher bis jetzt gelesen habe, das jüngste nicht. Sie treten überhaupt nicht gegen die Muslime an, sondern sie treten gegen den politischen Islam an. Und die Befürchtung, die ich habe, dass wir auch tolerant sind denen gegenüber, die selber überhaupt nicht daran denken, uns gegenüber tolerant zu sein. Und die Trennlinie verläuft da. Die Trennlinie verläuft da, wo es nicht um meine private religiöse Überzeugung geht, sondern die Regeln, nach denen wir leben, in der Gesellschaft, im Staat. Und die kann ich nicht ableiten aus dem Koran, aus den Worten und Taten des Propheten, aus Koran und Hadith. Das geht nicht, das können wir nicht dulden. Denn wenn 80 Millionen Menschen in einem relativ erfolgreichen politischen Lebens, wenn man sagt, da gibt es eigentlich keine hundertprozentige Übereinstimmung mehr. Ja, mir tut das auch weh. Ich bin ja auch in einem dauernden Zwiespalt. Auf der einen Seite möchte ich zu dem stehen, was ich politisch für richtig halte. Auf der anderen Seite kann ich ja verstehen, dass Angela Merkel und Volker Kauder sagen, wir brauchen Geschlossenheit, wir brauchen Disziplin, keiner soll aus der Reihe tanzen. Und wenn eine Zeitung schreibt, die Nervensäge geht, dann wird das sein, was man im Kanzleramt über mich denkt. Aber meine Hauptaufgabe ist es nicht, pflegeleicht zu sein, sondern meine Hauptaufgabe ist, bei dem zu bleiben, was ich politisch für richtig halte. Wie ist Ihr persönliches Verhältnis zur Kanzlerin? Es war eigentlich immer gut. Wir kennen uns ja schon persönlich aus einer Zeit, da war ich noch gar nicht Mitglied des Bundestages, Sie aber schon Bundesministerin, also aus dem ersten Wahlkampf 1994. Mhm. Als ich, die Umweltministerin war? Genau, ja, oder Familienministerin. Ja. Ja, jedenfalls kann ich nur sagen, ich kann mich in diesen 22 Jahren gemeinsamer Arbeit im Bundestag nicht an eine einzige Situation erinnern, wo ich persönlich über Angela Merkel enttäuscht sein müsste, wo ich negative Erfahrungen gemacht hätte. Sie hatte immer Zeit für mich, wir haben viele
intensive Gespräche geführt, zuletzt leider überwiegend kontroversen Inhalts. Mhm. Mit wem haben Sie zuletzt telefoniert? Mit Angela Merkel oder mit Horst Seehofer? Nicht mit Angela Merkel. Mit, also Horst, mit Horst Seehofer? Ja. Wie lange? Eine gute halbe Stunde dürfte das gewesen sein. Ja. Vor kurzem erst? An das Datum kann ich mich nicht mehr erinnern, aber das müsste im Sie wollten immer ehrlich sein, im September. Haben Sie ja, also, ja, alles klar. Als wenn Sie alle Telefonate im Kopf hätten. Aber ich schätze mal, im September, das müsste in der ersten Sitzungswoche nach der Sommerpause gewesen sein. Warum wollte er Sie sprechen? Es ging um die unterschiedlichen Meinungen in beiden Parteien zum Thema Flüchtlingspolitik. Mhm. Es ging nicht nur um das Thema Obergrenze. Und mir ging es natürlich in erster Linie auch Horst Seehofer zu vermitteln, dass ich der festen Überzeugung bin, dass wir CDU und CSU nur gemeinsam die Wahl gewinnen können und nicht gegeneinander. Haben Sie das letzte Interview hier im ZDF mit Horst Seehofer gesehen? Nein, da war Peter, ich Peter Frey hat ihn befragt und es ging um die Frage, werden Sie die Kandidatur von Angela Merkel, werden Sie die unterstützen? Und wenn Sie es nicht gesehen haben, schauen wir einmal kurz rein. So hat Horst Seehofer geantwortet. Ist Angela Merkel doch alternativlos die Einzige, die das Kanzleramt für die Union retten kann? Also wir machen das in der richtigen Reihenfolge. Wir haben immer gesagt, erst die Inhalte, dann die Personalien. Wenn sich Einzelne anders äußern, dann ist dies ihr gutes Recht. Ich bleibe bei dieser Linie, die in allen Führungsgremien der CSU festgelegt wurde. Wir reden gerade mit der CDU und insbesondere mit der Kanzlerin über das Programm, mit dem wir die... Ob Spinoza, Kant oder Voltaire, genau, oder Feuerbach. Und das versucht man jetzt zu verhindern in Bezug auf den Islam. Wenn jemand wie ich kommt und sagt, der Koran ist ein menschengemachtes Buch, der Koran enthält Gewaltpassagen, die neutralisiert werden müssen. Ich erwarte von den Imamen und von den Theologen rauszukommen, auch wie die Theologen im Christentum, und zu sagen, es gibt bestimmte Passagen im Koran, die heute keine Gültigkeit mehr besitzen. Ich erwarte auch diese Deutlichkeit und nicht, dass man sagt, ja, es ist eine Interpretationssache, und man muss es im Kontext lesen. Und ich habe versucht, in dem Buch alles in Kontext zu stellen, damit wir das, was wir heute für unser Leben heute benutzen können, herausholen. Und das, was das Zusammenleben beschädigt, das, was Gewalt und Hass, haben Sie sich überlegt, warum junge Menschen diese Faszination für den Tod haben? Natürlich gibt es soziale Probleme, natürlich gibt es Diskriminierung und alle möglichen sozioökonomischen und geopolitischen Probleme. Aber letzten Endes ist es die Ideologie der Gewalt, die auch aus dem Koran kommt, wenn die den Tod für die Menschen als die letzte beste Option ist, dass die Menschen eine Win-Win-Situation haben. Entweder sterben sie als Märtyrer und dann haben sie 72 Jungfrauen im Paradies, oder sie gewinnen den Krieg ja, und werden auch als irgendwie Richter oder bekommen einen super Job bei IS und bei Boko Haram als Loser. Das ist die heilige Faszination. Wie ich gesagt habe, aber heißt das übersetzt? Ich meine, das ist natürlich ein Frontalangriff. Ich kann auch verstehen, dass Sie natürlich sich einen enormen Hass zuziehen, wenn Sie so etwas so sagen. Und natürlich steht man auch immer unter dem Verdacht, dass man dann sehr pauschal über eine Religion urteilt. Aber ich würde Sie trotzdem gerne fragen an dem Punkt. Haben Sie das Gefühl, wir sind zu naiv? Wir relativieren zu viel, ähnlich wie Sie das eben der anderen Seite vorgeworfen haben. Wir relativieren zu viel und sagen, na ja, also das gibt es auch, aber ein großes Aber steht bei jeder Gelegenheit im Raum. Müssen wir da klarer sein? Müssen wir da bestimmter sein? Ja. Müssen wir da, was zum Beispiel Moscheen angeht, müssen wir da genauer hinschauen, was dort gepredigt wird, was dort erzählt wird? No. Wir scheuen uns sehr stark vor der Debatte. Die Politik scheut sich vor der Debatte. Mhm. Die Universitäten scheuen sich vor der Debatte. Viele Intellektuelle scheuen sich vor der Debatte. Und dann beschweren sie sich, dass die Debatte sich am rechten Rand dann sich verlagert. Und das will ich nicht. Ich will, dass die Debatte in der Mitte der Gesellschaft bleibt, humanistisch, aufklärerisch geführt wird. Und ich werde dafür selbst als Rassist beschimpft. Und das ist schon ein Problem. Wir müssen diese Debatte aushalten zum Wohle der Muslime. Ich bin nicht gegen die Muslime, ich bin auf der Seite der Muslime. Ich habe keine Abneigung gegenüber meiner Kultur. Im Gegenteil, ich habe Sorgen, nicht nur um meine Kultur, sondern auch um meine Wahlheimat Deutschland. Ich habe ja noch ein Jahr Zeit, ich muss ja nichts überstürzen. Nee, das ist wahr. Aber das wenn Sie wahr. Mich beim Rohre verlegen, vermuten bei Gazprom, da liegen Sie ganz falsch. Wenn wir noch mal kurz jetzt in die Politik gehen, Herr Bosbach, haben Sie noch Spaß an dem Laden? Ja. Ja?
Ja, auch an der Auseinandersetzung zwischen Ihrer Schwesterpartei CSU und CDU? Nein, an den Debatten nicht. Aber ich hatte in meinem Leben, Herr Lanz, das große Glück, dass ich immer das, was ich beruflich werden wollte, auch geschafft habe, dass ich mir die Wünsche erfüllen könnte. Ich gehe auch heute noch jeden Tag gerne ins Büro und ich kann nur raten, jedem, der zuschaut, macht euer Hobby zum Beruf und ihr habt euer Leben lang Freizeit. Das kann man jetzt so oder so verstehen, ne? Nein, das wissen Sie auch, wenn man etwas macht, was man immer schon machen wollte, können Sie 12, 13, 14 Stunden arbeiten, es fällt Ihnen nicht schwer. Wenn Sie was machen müssen, was Sie eigentlich nicht möchten, sind 5 Stunden zu lange. Sie haben das nie als Belastung empfunden, was Sie da gemacht haben? Doch, natürlich ist das eine Belastung, aber ich mache es auch gerne. Und Sie sagen, Sie haben immer, niemand zwingt mich dazu. Sie haben immer erreicht, was Sie wollten. 2005 wollten Sie Innenminister werden. Ja, das Sie lag, waren so das, kurz davor. Da haben Sie recht, das lag ja nicht an mir. Ich behaupte einmal, die meisten, die gerne Minister werden würden, werden es am Ende nicht. Ja. Da, und trotzdem geht das Leben weiter. Und ich bin am nächsten Tag genauso gerne ins Büro gegangen. Ich war ja damals stellvertretender Fraktionsvorsitzender, wie in der Zeit davor auch. Hat leider auch nicht geklappt. Was? Mit dem Fraktionsvorsitz. Ja gut, es wäre ja sowieso nur das eine oder das andere gewesen. Am Ende ist beides nichts geworden. Mama hat gesagt, Junge, wer weiß, wofür es gut ist. Mutter hat recht. Mutter ist in dem Fall Angela Merkel, ja? Nein, Mutter ist Else Hosper. Sie beschreiben das jetzt. Sie haben ein tolles Buch gemacht, finde ich, wo man so ein bisschen darüber nachlesen kann, wie Politik eigentlich hinter den Kulissen wirklich so abläuft. Und da beschreiben Sie auch diese Situation so das erste Mal. Das heißt, Sie hatten doch berechtigte Hoffnung, dass Sie Innenminister werden würden, ne? Ich bin ja gefragt worden. Was von Angela Merkel? Ja, von Angela Merkel nach dem Wahltag. Und dann habe ich freimütig geäußert, was ich mir vorstellen könnte. Und ich habe den Raum verlassen in der Hoffnung, wirst du nicht Innenminister, dann wirst du Fraktionsvorsitzender. Wobei ich gesagt habe, ich möchte nicht gegen Volker Kauder kandidieren, weil es ein guter Freund von mir ist. Und dann kam eben 2, 3 Tage später die Nachricht. Leider hat beides nicht geklappt. Und dann hatten wir eine Aussprache im Kanzleramt. Ich glaube, das nennt man im Auswärtigen Amt eine freimütige Aussprache. Laut? Nee, nein, nicht laut. Ich muss akzeptieren, wenn meine Parteivorsitzende, meine Bundeskanzlerin, eine Personalentscheidung trifft, die ich lieber anders gesehen hätte. Und das Leben geht weiter. Wobei, das ist ja schon hart, oder? Wenn man, ich meine, Sie haben doch Ihr ganzes Leben lang wahnsinnig hart und konsequent auf dieses Ziel hingearbeitet. Und dann funktioniert das plötzlich nicht. Da zerplatzt doch so ein Lebenstraum, Sie, oder? Nein, Herr Lanz, Sie können mit dem Ziel Politik machen, das Vertrauen... Doch so komplex ist die Ursachen. Mhm. Aber wenn man über Medien sprechen will, dann ist der Begriff Trigger, glaube ich, immer ganz wichtig. Nämlich, dass Medien tatsächlich auch in die Tiefe gehen müssen und sollten, um halt eben nicht zu triggern. Also nicht quasi das Ganze attraktiv zu machen in einer gewissen Art und Weise. Abschreckung allein funktioniert halt nicht, also durch Schockbilder oder sowas zum Beispiel. Also bei mir war es nämlich konkret so, dass ich, also ich war bis zu meinem 13. Lebensjahr sehr stark, also was sehr stark ist übertrieben, aber ich war etwas molliger als andere in meinem Alter, sagen wir mal so. Ich habe 73 Kilo gewogen mit 13 Jahren und bei 1,63 ungefähr. Wurde stark gehänselt an der Schule, deswegen auch, also war über Jahre hinweg auch ein Mobbingopfer. Wie ich heute weiß, nicht wegen des Gewichts primär, sondern weil ich ein unsicheres Kind war. Und dann habe ich irgendwann einen Film gesehen, einen Spielfilm. Und da ging es um zwei Mädchen, die sich nach dem Essen immer erbrochen haben. Und am Ende ist eine von beiden auch gestorben aufgrund von irgendeinem Kalium- oder Elektrolytehaushalt. Hatte sie bei einem Autounfall einen Schock und das Herz ist stehen geblieben. Und ich habe den Film gesehen und dachte am Ende, wow, das ist super. Jetzt weiß ich, wie ich dünn werden kann. Ich kann essen und mich danach übergeben und habe das dann den beiden auch nachgemacht. Und Sie beschreiben, wie Sie angefangen haben, unglaubliche Mengen Essen zu kaufen. Wie weit ging das? Also es ist ungefähr das, was, denke ich, meine Familie zu Abend isst. Das habe ich halt irgendwann alleine bei einem Essbrechanfall zu mir genommen. Und davon hatte ich im schlimmsten Phasen 10 bis 15 am Tag. Das ist eigentlich permanent. Also irgendwann ist das ja auch so, dass man also quasi erbricht, um nicht dick zu werden und dann wieder essen muss, um nicht zusammenzuklappen, zu kollabieren. Man beschäftigt sich wahnsinnig dann damit, welche Lebensmittel irgendwie drin bleiben dürfen, wie lange die Pausen zwischen Fressattacken sein müssen, um halt eben dann doch nicht was drin zu behalten und doch noch zuzunehmen oder ähnliches. Das ist irgendwann so ein Teufelskreislauf, der sich dann auch durch Nächte zieht zum Beispiel. Das heißt, man belohnt sich sozusagen, sagst also jetzt
faste ich so und so viele Stunden und dann erlaube ich mir vielleicht den einen oder anderen Apfel oder Knäckebrot oder was auch immer. Was haben Sie in Ihrer schlimmsten Phase, was haben Sie da noch gegessen? Wie viele Kalorien am Tag haben Sie da zu sich genommen? Naja, irgendwann hatte ich mir so ein Maß gesetzt. Ich glaube, ich hatte irgendwann mal gelesen, dass Jennifer Aniston nicht mehr als 1100 Kalorien am Tag zu sich nimmt. Und das war dann auch irgendwann so für mich so das Limit. Also ich war ja anfangs bulimisch. Also ich bin über die Bulimie dann irgendwann in eine Anorexie gerutscht. Und später hatte ich dann eine Mischform. Das heißt, am Anfang kommt ja häufig vor, ne? Ich glaube, es ist das häufigste sogar, ne? so eine Mischform. Das ist ein bisschen altersabhängig, aber je älter die Mädchen oder Frauen werden, desto mehr Mischformen gibt es. Also es gibt einfach viele, die halten es irgendwann tatsächlich nicht mehr aus zu hungern. Mhm. Und dann kommt oft auch das Brechen dann hinzu. Also oft ist es auch umgekehrt sozusagen. Und in der anorektischen Phase war es halt manchmal so, dass ich halt eine Packung... Na, aber die haben immer gesagt, hey du, pass auf. Vorher kam nämlich wirklich einer von denen zu mir und sagt, pass mal auf. Da wird doch gesagt, du bist lustig. Und wenn du nicht lustig bist, dann hast du ein Problem. Dann bring ich dich zum Weinen. Und dann hat er mir seine Faust gezeigt, da waren Tränen drauf tätowiert. Also lauter Tränen von Menschen, die er wohl mal zum Weinen gebracht hat. Und ich habe den Auftritt durchgemacht und stand dann hinter der Bühne. Ich sage, ich gehe nicht mehr raus, ich gehe nicht mehr raus. Ich mache das, ich gehe nicht mehr raus, ich gehe nicht mehr raus. Und es hat schon geklappt, die haben schon gelacht. Aber herrlich. Dann kam der Chef zu mir nachher. Haut mir auf die Schulter und sagt, du warst ja fast nur lustiger als der Söllner Hans. Das ist so ein bayerischer Liedermacher und das war für mich wie, der heftet mir einen Orden an. Ich hatte eine blaue Schulter, weil der hat halt einmal so hingeschlagen, wie hat sein Kumpel, und mich hat er gleich ums Eck gehauen. Und, aber das war ein, ich sag mal, ich habe viel gelernt, weil tatsächlicherweise, das war ja nicht ganz meine Zielgruppe, ich habe es irgendwie geschafft, die zu unterhalten. Trotzdem habe ich mich nicht billig hergegeben. Ich habe schon auch, also ich habe mal reingegrätscht, habe die auch mal verarscht. Aber es war schon hart. Also auch da ist mir einer auf den Tisch gestiegen von denen, so okay, wir wollen was zum Saufen und hat sich dann was zu trinken geholt. Also das war schon ein, das waren schon Momente im Leben. Ich finde es sehr amüsant, die ersten 50 Jahre, mit 70 dann sozusagen die einigermaßen vollständige Biografie. Michael Mittermeier ist heute unser Gast. Herzlichen Dank, Michael. Ein leidenschaftliches Plädoyer fürs Losertum, wie ich gerade gesagt habe. So, lass uns jetzt einmal ernsthaft werden. Ich habe vorhin schon gesagt, dass Abdel Samad heute unser Gast ist. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat mit diesem Besuch. Ich habe einen Satz von Ihnen gelesen, der mich ehrlich gesagt sehr beunruhigt hat. Sie haben in einem Interview mal gesagt, so sinngemäß, der Islam ist eigentlich keine Religion, sondern da geht es um Weltherrschaft. Der ist weltweit auf dem Vormarsch und da geht es darum, irgendwann tatsächlich die Regeln vorzugeben. Ja. Ist es wirklich so groß oder geht es auch eine Nummer kleiner? Also ich versuche das natürlich in meinem aktuellen Buch über den Koran zu definieren. Es gibt unterschiedliche Komponenten des Islams. Es gibt die spirituelle Seite und die Soziallehre, die ich sehr wichtig finde für die Menschen. Die Menschen brauchen das. Ich habe das an meiner Großmutter gesehen. Ich habe das in meiner Familie gesehen. Und auch als ich noch gläubig war, habe davon auch sehr viel gewinnen können. Aber der Islam hat auch eine politische und eine juristische Seite, die extrem veraltet ist. Der Islam ist, wenn wir beim Bild von Supermarkt bleiben, der Islam, der Koran ist wie ein Supermarkt. Man kann sich bedienen, wie man will. Man findet, und die Regale sind in der Tat auch durcheinander, nicht sortiert. Und das Verfallsdatum von bestimmten Regeln und von bestimmten Koranversen ist nicht mehr deutlich. Und genau das versuche ich in meinen Büchern dann deutlich zu ersetzen, sondern auch als Wissenschaftler, als ich Islamwissenschaften unterrichtet habe an der Uni. Der Koran ist alles. Da ist schon drin alles vorhanden, weil der Koran über 23 Jahre entstanden ist. In diesen 23 Jahren veränderte sich auch der Koran, weil die Gemeinde Mohammed sich verändert hatte, weil Mohammed selbst sich verändert hatte. In den ersten 13 Jahren war er friedlich, predigte Toleranz und Liebe und Vergebung, weil er keine Armee hatte. Und als er von Mekka nach Medina zog, musste er eine Armee gründen, zuerst um seine Gemeinschaft zu verteidigen, aber später verwickelte er sich in die Logik des Krieges und hat auch davon profitiert wirtschaftlich. Die Gemeinde lebte von Kriegsbeute und da kamen die späteren Passagen, die den Krieg verherrlichen, die auch Intoleranz gegenüber Christen und Juden befestigt haben. Das sind die Passagen, auf die sich die berufen, die zum Beispiel sagen, wir sind Teil des IS, des sogenannten Islamischen Staates, wir wollen zurück zu dieser
dieser Scharia, zu einer Idee, die 1400 Jahre alt ist. Versuchen Sie uns doch einmal zu erklären, was macht ein Buch, das über 1000 Jahre alt ist, was macht dieses Buch so attraktiv für junge Menschen? Ich habe heute gerade wieder gelesen, dass auch zum Beispiel junge Türkinnen sich immer mehr einer Religion zuwenden und fasziniert offenbar davon sind, religiöser denn je auch in diesem Land, auch in Deutschland zu leben. Die Faszination geht davon aus, dass man glaubt, das ist die letzte Botschaft Gottes, das je offenbart wurde. Und zwar direkt in Wort und in Tat. Und darin ist auch ein Manifest Gottes, glauben viele, mit einer Gesellschaftsordnung, mit einer Rechtsordnung, mit einer politischen Weltordnung. Es ist schon ein Sakrileg und alles, ich in dem Buch geschrieben habe, das ist ein menschengemachtes Buch, beschreibt eine menschliche Erfahrung. Und das ist keine Herabwürdigung dieses Buches, sondern eine richtige Würdigung, dass man das Menschliche darin erkennt, dass man vergisst, dass es von Gott stammt, sondern von den Menschen, von ihren Sehnsüchten. Wir Menschen sind das Reichste, was es gibt. Unsere Ängste, Sehnsüchte, Liebe, Hass, Ängste, Hoffnungen, das ist das, was jede Religion ausmacht und das auch, was jede Religion attraktiv aber das ist, macht. Das ist, aber das ist auch das, was die Bibel hat entstehen lassen. Und wenn man so will, sind wir ja alle, so wie wir hier sitzen, auf eine gewisse Art und Weise, ich sag's jetzt mal böse, religiös indoktriniert worden. Trotzdem würden wir niemals auf die Idee kommen, loszugehen und dem Namen irgendeines Gottes irgendjemanden in die Luft zu sprengen oder andere schlimme Dinge zu tun. Ich kenne den Vergleich zwischen Bibel und Koran sehr gut. Ich habe auch beide gelesen. Und es stimmt natürlich, dass es im Alten Testament manche Gewalt verherrlichende Passagen da sind. Aber trotzdem. In diesen 22 Jahren gemeinsamer Arbeit im Bundestag nicht an eine einzige Situation erinnern, wo ich persönlich über Angela Merkel enttäuscht sein müsste, wo ich negative Erfahrungen gemacht hätte. Sie hatte immer Zeit für mich. Wir haben viele intensive Gespräche geführt, zuletzt leider überwiegend kontroversen Inhalts. Mit wem haben Sie zuletzt telefoniert? Mit Angela Merkel oder mit Horst Seehofer? Nicht mit Angela Merkel. Mit, also Horst, mit Horst Seehofer? Ja. Wie lange? Eine gute halbe Stunde dürfte das gewesen sein. Ja. Vor kurzem erst? An das Datum kann ich mich nicht mehr erinnern, aber das müsste im Sie wollten immer ehrlich sein, im September. Herr Bosbach. Nee, also, ja, als wenn Sie alle Telefonate im Kopf hätten. Aber ich schätze mal, im September, das müsste in der ersten Sitzungswoche nach der Sommerpause gewesen sein. Warum wollte er Sie sprechen? Es ging um die unterschiedlichen Meinungen in beiden Parteien zum Thema Flüchtlingspolitik. Es ging nicht nur um das Thema Obergrenze. Und mir ging es natürlich in erster Linie auch Horst Seehofer zu vermitteln, dass ich der festen Überzeugung bin, dass wir CDU und CSU nur gemeinsam die Wahl gewinnen können und nicht gegeneinander. Haben Sie das letzte Interview hier im ZDF mit Horst Seehofer gesehen? Nein, da war ich Peter Frey hat ihn befragt und es ging um die Frage, werden Sie die Kandidatur von Angela Merkel, werden Sie die unterstützen? Und wenn Sie es nicht gesehen haben, schauen wir einmal kurz rein. So hat Horst Seehofer geantwortet. Ist Angela Merkel doch alternativlos die Einzige, die das Kanzleramt für die Union retten kann? Also wir machen das in der richtigen Reihenfolge. Wir haben immer gesagt, erst die Inhalte, dann die Personalien. Wenn sich Einzelne anders äußern, dann ist dies ihr gutes Recht. Ich bleibe bei dieser Linie, die in allen Führungsgremien der CSU festgelegt wurde. Wir reden gerade mit der CDU und insbesondere mit der Kanzlerin über das Programm, mit dem wir dieses Land und die Menschen in die Zukunft führen wollen. Und wenn da die Grundlinien passen, dann werden wir die Personalien entscheiden. Also Sie legen sich noch nicht fest auf die Kanzlerin als neue Kandidatin, obwohl Ihr Vize das zum Beispiel getan hat am Wochenende. Das ist ja sein gutes Recht. Ich bleibe bei dem, was wir vereinbart haben. Erst Inhalte, dann Personalien. Was ist das für Sie? Das sagt er schon seit Monaten. Ich weiß, immer aber ist das loyal? Dann die Personalfragen. Ich persönlich habe keinen Zweifel daran, dass Angela Merkel noch einmal antritt zur Bundestagswahl 2017 und dass sie auch die Unterstützung der CSU haben wird. Und das ist ja ein verheerendes Bild, das da in der Öffentlichkeit entsteht, ne? Nein, er sagt im Moment nichts anderes, als er immer gesagt hat, wobei ich zugebe, das ist außergewöhnlich, ja. Geben Sie doch zu, das freut mich, wenigstens Nein, das. Weil man immer darauf wartet, dass man seine Meinung ändert, um dann sagen zu können, das hörte sich aber vor 4 Wochen noch anders an. Naja, er sagt ja auch auf die Frage, treten Sie möglicherweise selber an, das schließe ich zumindest nicht aus. Genau. Auch ein einmaliger Vorgang. Weil er natürlich sagt, zum Beispiel vor tiefer liegenderen Problemen,
Aber ich habe immer gesagt, eines Tages will ich ein ganz normaler Mensch sein mit ganz normalen Problemen. Zum Beispiel Ärger mit dem Postboten oder mit dem Nachbarn oder dem Chef, aber nicht mehr mich fragen, ob Leben lohnt oder ob ich okay bin oder ob ich sein darf und ob es mich in dieser Form, in der ich bin, da sein darf. Und das war immer mein Bestreben. Und ich habe dann auch mehr als 13 Jahre Therapie gemacht. Ich war in der Klinik, ich habe in einer WG für essgestörte Mädchen gewohnt. Ich habe die Krankheit auch lange trotzdem nicht aufgeben können, weil ich halt den Ersatz dafür noch nicht gefunden hatte. Den musste ich halt parallel aufbauen. Zur Klinik hinzu oder beziehungsweise zur Therapie insgesamt hinzu kam, dass mich Menschen begleitet haben. Meine Eltern zum Beispiel, finde ich, haben vieles auch richtig gemacht, indem sie mich primär gelassen haben. Ich sage immer, wenn man mich fragt, hätten deine Eltern mehr machen müssen, dann sage ich immer nein, weil ich hätte das gar nicht durchgestanden. Hätte man mich gezwungen, bestimmte Prozesse zu machen, zu denen ich noch gar nicht bereit war, hätte ich das nicht ertragen. Also es war ganz gut, dass sie da waren, aber mich nicht irgendwie gezwungen haben. Ja, und am Ende bin ich Mutter geworden und das war das größte Glück und der beste Grund, gesund zu sein. Das ist ein gutes Argument. Ich würde gerne, Herr Schulte-Markwort, zum Schluss Sie noch fragen, weil das zum Beispiel auch ein Teil dieser Legenden ist, die es dann immer so gibt. Heidi Klum, Topmodel, diese ganzen jungen Frauen, die in diesen Anzeigen im Grunde mit ganz wenig Kilo am Leib die engsten Hosen der Welt tragen können. Das, so sagt man, löst das dann aus, das triggert das, wie Sie gerade gesagt haben. Ist das wahr? Hat das zugenommen, seitdem es diese Art von medialer Dauerberieselung gibt? Nein, das hat nicht zugenommen. Und Sie müssen ja auch sich klar machen, ich weiß nicht, und bei den 15-jährigen Mädchen sind es etwa 80% mit Diäterfahrungen. Der Prozentsatz ist das per se was Schlimmes? Wenn die Tochter sagt, mit 13, 14, ich mache jetzt meine erste Diät, würde ich als Vater direkt nervös werden. So geht es vielen. Ja, aber das ist ja etwas, womit man sie unter Umständen auch gerade noch mal da reintreibt. Es geht doch eher darum, ernst zu nehmen, dass ein Mädchen sagt, ich habe ein bisschen Pubertätsspeck beispielsweise, oder der Druck in der Klasse ist so groß, ich will einfach nicht so weiterleben wie bisher. Mhm. Und von diesen Mädchen werden nicht plötzlich mehr anorektisch. Das ist nicht so, sondern die Zahl der Anorexien ist gleich geblieben in den letzten 20 Jahren. Und es hat dadurch nicht zugenommen. Ja, das heißt, wir gehen heute davon aus, dass eine bestimmte genetische Vulnerabilität da sein muss. Und man kann das vorher nicht untersuchen. Verletzlichkeit, eine Anfälligkeit. Also eine Anfälligkeit dafür, ja. Und dann kommen bestimmte Faktoren noch dazu. Und dann entsteht sowas, aber das bleibt irgendwie gleich. Es hat auch zum Beispiel in Hungerzeiten, in Kriegszeiten, auch in Ländern, wo Unterernährung ist, gibt es auch anorektische Mädchen, überall weltweit. Da vielleicht ein bisschen geringerer Zahl. Aber das hat darauf keine Auswirkung. Deswegen muss man auch immer unterscheiden zwischen Auslösern, und was Sie als Trigger bezeichnen, und Ursachen. Im Kern um Vertrauen. Und ich habe mich jeden Tag darum bemüht, die Menschen, die mir Vertrauen entgegenbringen zu Hause, nicht zu enttäuschen. Und niemand soll sagen, er hat uns getäuscht. Und das geht nur durch die Übereinstimmung von Wort und Tat. Und ich kann nicht sagen, da habe ich keinen Muskel für. Also ist in Ordnung, ich will den Posten behalten. Ich stimme jetzt gegen meine Überzeugung ab. Sie würden es mir sofort ansehen, wenn ich etwas sage oder wenn ich eine Entscheidung treffe, hinter der ich persönlich nicht stehe. Wie oft haben Sie im Laufe dieser 22, 23 Jahre die Parteidisziplin, die Fraktionsdisziplin verlassen und dagegen gestimmt? Also, es werden wohl rund ein halbes Dutzend Mal gewesen sein. Dann so 5, 6 Mal? Ja, also im Laufe von 22 Jahren. Ich weiß ja nicht, was noch kommt im nächsten Jahr. Aber dann ich habe bei dem ersten Hilfspaket für Griechenland noch zugestimmt. Dem zweiten Paket dann nicht mehr, dem dritten nicht mehr, dem dauerhaften Rettungsschirm nicht mehr. Das für mich eigentlich paradoxe ist, dass ich in keiner einzigen politischen Frage eine Haltung vertrete, die nicht einmal die Haltung der CDU war. Wohlgemerkt, war. Das, was man schmerzt Sie das? Ja, das schmerzt mich, weil ich ja auch weiß, wie groß in diesen zwei Jahrzehnten die Diskrepanz zwischen Wählern und Gewählten geworden ist. Es ist, je nach Betrachtungsweise trauen die Menschen uns Berufspolitikern entweder alles zu oder nichts. Und wenn ich als Störenfried gelte, wenn ich auf einmal die Kuh bin, die quer im Stall steht, nur weil ich bei dem bleiben möchte, was meine Partei den Menschen mal versprochen hat, dann muss man eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung für 2017 lautet, ich trete nicht noch mal an. Aber trotzdem muss ich noch mal auf diese Zahl zurück. Ich meine, man hat Ihnen, auch offenbar haben wir da nicht genau hingeguckt, ganz schnell presseseitig das Etikett angeklebt, der Rebell der CDU. Ja, du bist ja schon Rebell, wenn du bei deiner Meinung bleibst. Das ist richtig. Ja, ist man ja schon Rebell. Ja. Aber trotzdem, das Verrückte ist ja, Sie haben, wenn Sie sagen,
Sie haben ein halbes Dutzend Mal, das heißt, Sie haben im Grunde alle vier Jahre einmal gegen die Fraktion gestimmt, sozusagen. Ja? Ja, zum Schluss war es ja ein bisschen mehr wegen der Vielzahl der Euro-Rettungspakete. Ja. Ja. Das ist ja krass, oder? Dass man in der Politik schon ein Freigeist und Freidenker ist, wenn man mal alle vier Jahre sagt, nee, finde ich nicht, aber anders. Ich käme selber nie auf den Gedanken zu sein, dass ich ein Rebell bin. Ich bin auch keiner. Ich bin 100% CDU. Ich habe nur nicht das Talent, gegen meine Überzeugung abzustimmen. Immer noch 100% CDU oder auch ein bisschen CSU? In bestimmten politischen Themen habe ich mehr Sympathie, Zuneigung zur Argumentation der CSU als 80-20 oder schon 70-30? Nein. Also es gibt, Edmund Stoiber hat ihm schon einen Mitgliedsantrag zugeschickt. Ja, das war nett von ihm. Er ist ein feiner Kerl. Und wenn ich in Bayern geboren wäre, wäre ich natürlich CSU-Mitglied geworden. Ja. Aber das ist doch eigentlich eine bittere Bilanz am Ende eines so langen, erfolgreichen politischen Lebens, wenn man sagt, da gibt es eigentlich keine hundertprozentige Übereinstimmung. Nein, wir brauchen Disziplin. Keiner soll aus der Reihe tanzen. Und wenn eine Zeitung schreibt, die Nervensäge geht, dann wird das sein, was man im Kanzleramt über mich denkt. Aber meine Hauptaufgabe ist es nicht, pflegeleicht zu sein, sondern meine Hauptaufgabe ist, bei dem zu bleiben, was ich politisch für richtig halte. Wie ist Ihr persönliches Verhältnis zur Kanzlerin? Es war eigentlich immer gut. Wir kennen uns ja schon persönlich aus einer Zeit, da war ich noch gar nicht Mitglied des Bundestages, sie aber schon Bundesministerin, also aus dem ersten Wahlkampf 1994. Mhm. Als sie Umweltministerin war? Genau, oder Familienministerin. Ja. Jedenfalls kann ich nur sagen, ich kann mich in diesen 22 Jahren gemeinsamer Arbeit im Bundestag nicht an eine einzige Situation erinnern, wo ich persönlich über Angela Merkel enttäuscht sein müsste, wo ich negative Erfahrungen gemacht hätte. Sie hatte immer Zeit für mich. Wir haben viele intensive Gespräche geführt, zuletzt leider überwiegend kontroversen Inhalts. Mhm. Mit wem haben Sie zuletzt telefoniert? Mit Angela Merkel oder mit Horst Seehofer? Nicht mit Angela Merkel. Mit Horst Seehofer? Ja. Wie lange? Eine gute halbe Stunde dürfte das gewesen sein. Ja. Vor kurzem erst? An das Datum kann ich mich nicht mehr erinnern, aber das müsste im Sie wollten immer ehrlich sein, im September. Als wenn Sie alle Telefonate im Kopf hätten. Aber ich schätze mal, im September, das müsste in der ersten Sitzungswoche nach der Sommerpause gewesen sein. Warum wollte er Sie sprechen? Es ging um die unterschiedlichen Meinungen in beiden Parteien zum Thema Flüchtlingspolitik. Es ging nicht nur um das Thema Obergrenze. Und mir ging es natürlich in erster Linie auch Horst Seehofer zu vermitteln, dass ich der festen Überzeugung bin, dass wir CDU und CSU nur gemeinsam die Wahl gewinnen können und nicht gegeneinander. Haben Sie das letzte Interview hier im ZDF mit Horst Seehofer gesehen? Nein, da war Peter, ich Peter Frey hat ihn befragt und es ging um die Frage, werden Sie die Kandidatur von Angela Merkel, werden Sie die unterstützen? Und wenn Sie es nicht gesehen haben, schauen wir einmal kurz rein. So hat Horst Seehofer geantwortet. Ist Angela Merkel doch alternativlos die Einzige, die das Kanzleramt für die Union retten kann? Also wir machen das in der richtigen Reihenfolge. Wir haben immer gesagt, erst die Inhalte, dann die Personalien. Wenn sich Einzelne anders äußern, dann ist dies ihr gutes Recht. Ich bleibe bei dieser Linie, die in allen Führungsgremien der CSU festgelegt wurde. Wir reden gerade mit der CDU und insbesondere mit der Kanzlerin über das Programm, mit dem wir dieses Land und die Menschen in die Zukunft führen wollen. Und wenn da die Grundlinien passen, dann werden wir die Personalien nennen. Also Sie legen sich noch nicht fest auf die Kanzlerin als neue Kandidatin, obwohl Ihr Vize das zum Beispiel getan hat am Wochenende. Das ist ja sein gutes Recht. Ich bleibe bei dem, was wir vereinbart haben. Erst Inhalte, dann Personalien. Das schmerzt mich, weil ich ja auch weiß, wie groß in diesen zwei Jahrzehnten die Diskrepanz zwischen Wählern und Gewählten geworden ist. Je nach Betrachtungsweise trauen die Menschen uns Berufspolitikern entweder alles zu oder nichts. Und wenn ich als Störenfried gelte, wenn ich auf einmal die Kuh bin, die quer im Stall steht, nur weil ich bei dem bleiben möchte. Worüber reden wir? Wenn Sie möchten, sind Sie der Erste, dem ich Bescheid sage. Gerne, jetzt. Ich sortiere doch gerade. Ich habe ja noch ein Jahr Zeit, ich muss ja nichts überstürzen. Nee, das ist wahr. Aber das wenn Sie wahr. Mich beim Rohre verlegen, vermuten bei Gazprom, da liegen Sie ganz falsch. Wenn wir noch mal kurz jetzt in die Politik gehen, Herr Bosbach, haben Sie noch Spaß an dem Laden? Ja.
Ja, auch an der Auseinandersetzung zwischen Ihrer Schwesterpartei CSU und CDU? Nein, an den Debatten nicht. Aber ich hatte in meinem Leben, Herr Lanz, das große Glück, dass ich immer das, was ich beruflich werden wollte, auch geschafft habe, dass ich mir die Wünsche erfüllen könnte. Ich gehe auch heute noch jeden Tag gerne ins Büro und ich kann nur raten, jedem, der zuschaut, macht euer Hobby zum Beruf und ihr habt euer Leben lang Freizeit. Das kann man jetzt so oder so verstehen, ne? Nein, das wissen Sie auch, wenn man etwas macht, was man immer schon machen wollte, können Sie 12, 13, 14 Stunden arbeiten, es fällt Ihnen nicht schwer. Wenn Sie was machen müssen, was Sie eigentlich nicht möchten, sind 5 Stunden zu lange. Sie haben das nie als Belastung empfunden, was Sie da gemacht haben? Doch, natürlich ist das eine Belastung, aber ich mache es auch gerne. Und Sie sagen, niemand zwingt mich dazu. Sie haben immer erreicht, was Sie wollten. 2005 wollten Sie Innenminister werden. Ja, das waren so kurz davor. Da haben Sie recht, das lag ja nicht an mir. Ich behaupte einmal, die meisten, die gerne Minister werden würden, werden es am Ende nicht. Ja. Und trotzdem geht das Leben weiter. Und ich bin am nächsten Tag genauso gerne ins Büro gegangen. Ich war ja damals stellvertretender Fraktionsvorsitzender, wie in der Zeit davor auch. Hat leider auch nicht geklappt. Was? Mit dem Fraktionsvorsitz. Ja gut, es wäre ja sowieso nur das eine oder das andere gewesen. Am Ende ist beides nichts geworden. Mama hat gesagt, Junge, wer weiß, wofür es gut ist. Mutter hat recht. Mutter ist in dem Fall Angela Merkel, ja? Nein, Mutter ist Else Hosper. Sie beschreiben das jetzt. Sie haben ein tolles Buch gemacht, finde ich, wo man so ein bisschen darüber nachlesen kann, wie Politik eigentlich hinter den Kulissen wirklich so abläuft. Und da beschreiben Sie auch diese Situation so das erste Mal. Das heißt, Sie hatten doch berechtigte Hoffnung, dass Sie Innenminister werden würden, ne? Ich bin ja gefragt worden. Angela Merkel? Ja, von Angela Merkel nach dem Wahltag. Und dann habe ich freimütig geäußert, was ich mir vorstellen könnte. Und ich habe den Raum verlassen in der Hoffnung, wirst du nicht Innenminister, dann wirst du Fraktionsvorsitzender. Wobei ich gesagt habe, ich möchte nicht gegen Volker Kauder kandidieren, weil es ein guter Freund von mir ist. Und dann kam eben 2, 3 Tage später die Nachricht. Leider hat beides nicht geklappt. Und dann hatten wir eine